Leute, na? Super Mario Bros. Wonder im Beans Versus. Geht los. Na Leute, schönen guten Tag. Vitus, hallo, hallo. Gregorios, Eliminator. Ja, was ist? Seid ihr schön durch den Sturm hier nach Hamburg gekommen oder was? Gerade frisch reingekommen. Ja, ne? Furchtbares Wetter. So wie früher, direkt in den Laden gegangen, sich Mario zu holen, egal wie Wind und Wetter war. Und jetzt zocken. Jetzt zocken. Das ist der Plan. Wir zocken Beans versus Super Mario Bros. Wonder. Relativ frisch draußen. Schönen guten Tag, Leute. Wir haben euch auf dem Schirm. Zum Beispiel lesen wir Jörg. Kennst du nicht? Los geht das. Las Vegas. So ist das, ne? Geil. Ja, und dann, unser Ziel ist es, wir wollen heute Super Mario Bros. Wonder durchspielen. Wir wollen es durchspielen. Das ist zumindest der Plan. Ist der Plan. Ob wir es schaffen, das ist die Frage. Wahrscheinlich wird es knapp, aber wir probieren natürlich unser Bestes und schauen, dass wir die Chose da durchbringen. Ja, von der Zeit soll es hinbekommen, aber ich weiß nicht, ob euer Talent reicht. Also wie gut. Gleich schon mal die Bomben raushauen. Ich weiß nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass es so schwer wird, oder? Ihr beiden fangt an und wir fläzen uns nach hinten. Ihr werdet jetzt anfangen. Ich habe mich nur für den Anfang dazu gesellt. Ihr übernimmt jetzt und ja, ich bin dann später zu sehen. Klar, kleiner Scherz. Hallo Edmann, na, guten Tag. Geil. Aber ich glaube, bevor wir loslegen mit dem Spiel, gibt es noch einen kleinen Spot. Jo. Bock auf das perfekte Action-RPG für dein Handy? Dann aufgepasst! Mit Dungeon Hunter 6 erscheint endlich ein neuer Teil der Mobile Hack'n'Slay-Reihe. Und das ist ein ziemlich fettes Looten- und Level-Paket. PvE und PvP-Spielmodi, Gildenkriege in Echtzeit und über 100 einzigartige Bosse, die mehr sind als reines Schwertfutter. Denn hier kannst du die erlegten Bosse nicht nur looten, sondern auch anschließend als Mitstreiter beschwören. Monatlich aktualisierte Klassen, individuelle Reitgefährten sowie eine flexible Kampfsteuerung mit Dodges, Combo und Ausweichrollen runden die Fantasy-Schlachtplatte ab. Die frischen Animationen hieven die beliebte Serie auch optisch auf ein ganz neues Level und ermöglichen super flüssige Kämpfe auf deinem Mobilgerät. Also, lade dir Dungeon Hunter 6 jetzt kostenlos auf Android oder iOS runter. Benutze den Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code, um das Special Starter Pack im Wert von über 50 € zu ergattern. Und mach unbedingt beim Launch-Event am 15. Oktober mit, wenn du Bock auf geile Preise hast, wie das iPhone 15 Pro Max oder eine PS5. Zap, machen wir. Beans versus Mario Wonder. Ich habe lange kein Super Mario Bros. Gespielt. Aber das machen wir lange nicht mehr. Aber wie machen wir das? Wenn man stirbt, gibt man das Pad ab oder was? Nee, wir zocken jetzt einfach so also mega. In der Theorie, wir können natürlich alle nacheinander oder man kann bis zu vier gleichzeitig in den Level unterwegs sein. Gleichzeitig ist doch lame, oder? Ich bin auch kein Fan von Multiplayer. Lass doch immer einer und wenn er stirbt, gibt er ab. Ja, können wir machen. Oder nach jedem Level auch, ne? Oder nach jedem Level oder nach Tod. Das ja. Also wir haben die Option ja für Multiplayer, aber ganz ehrlich, so Mario spielt man ja in Ruhe selber, habe ich den Eindruck. Ja? Nee, oder? Also Mario merkt. Ich habe jetzt mit dem gelben Tod geschnappt. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Tod oder Erfolg! Also eine Entscheidung, die du gleich bereut hast nach dem ersten Satz, ja? Es tut mir leid, ich werde das nicht lesen jetzt. Oder soll ich das lesen? Er hat Hallo gesagt. Ich glaube, der spricht sogar in Deutsch. Chat will, dass wir Multiplayer probieren. Ja, eine Person im Chat will, dass wir Multiplayer probieren. Ja, das reicht erstmal. Fühlt euch mal warm. Euch das Ganze mal an. Ey, okay. Ja, dann lass es doch erstmal einspielen. Erstmal. Wir können dann ja immer noch entscheiden, außerdem wir sind den ganzen Abend hier. Ganzen Tag. Eben, wir sind ja den ganzen Abend hier und dann darf auch jede Couch, die dann individuell besetzt ist, einzeln entscheiden, wie sie spielen. Hauptsache, wir kommen schön weit und schaffen es vielleicht durch. Yes. Ich habe vorhin ein bisschen schon mal reingeschaut. Aber Moment, wie lange geht denn der Abend? Bis 24 Uhr? 24 Uhr. Das wären 8 Stunden für ein Super Mario. Das wäre ein bisschen traurig für Super Mario. Weiß ich nicht, oder? 8 Stunden für ein Super Mario? Wenn wir gut sind. Also erstens mal. Zweitens. Ich spiel auch andere Leute mit. Guck mal, das ist zum Beispiel Matthias. Der wird ziemlich rasieren. Der spielt also zweimal. Und Denzen auch? Aber Denzen ist nicht dabei, oder? Nee, der ist heute nicht dabei. Also es gibt Wunderblumen, so viel habe ich gelesen.
eins pro Level. Und die muss man einsammeln, weil dann alles crazy wird. Das ist ein bisschen wie der Absurditätsknopf, nur in Blumenform. Ja, also ein Drogentrip jedes Mal, wenn du das Ding aufnimmst. Das ist der Schurke. Meinst du, das ist der Schurke? Nein! Ach, was geschieht? Der ist auch kleptomane Bowser einfach. Meinst du? Immer, der klaut sogar das Schloss. Nein, Bowser klaut nicht das Schloss. Bowser ist wird das Schloss. Im Ernst? Ja, that's the joke. Ich bin jetzt ein Schloss, so wie ich es immer wollte. Welches Pronomen ist das? Schloss. Von ich identifiziere mich als Schloss. Okay, das sieht doch nett aus. Komm. Ja. Das sieht gut aus. Mode 7-Effekt. Okay, let's go. Ich habe mir das Pad jetzt einfach gesnappt, aber ist ja auch okay, ne? Ja. Also, Budi, was soll das gleich zu Beginn hier? Pack doch mal den Finger auf Steuerkreuz, was soll denn das? Ich hab nichts gemacht. Ich kann es auch nicht. Budi, lass mal den Finger von dem Analogstick weg, was soll das? Wieso denn? Spiel mit dem Steuerkreuz. Naja, ein richtiger Mensch. Gregor, die Zeit hat sich weiterentwickelt. Ja, aber nicht die Spiele. Das stimmt. Das ist doch purer Quatsch. Da hast du recht. Mario mit Analogstick spielen. Ja. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Es ist eine neue Form der Story Arc, ne? Hier, also. Das ist eine interessante Lore. Ich glaube, bei Mario gab es das noch nie, oder? Dass Bowser am Anfang ein schönes Fest zerstört hat, oder? Nee, es ist komplett neu. Die haben sich gesagt, wir müssen Mario mal in das 23. Jahrhundert bringen. Möglicherweise. Ganz modern. Prinz Florian. Aha. Ist Prinz Florian Kanon? Ist er schon mal irgendwann aufgetaucht? Ich kannte ihn noch nicht, ehrlich gesagt. Aber das heißt nichts. Prinz Florian? Ja, der hat uns eingeladen. Das ist der Kollege, der da gerade auf Marios Rücken gehüpft ist. Dieser kleine grüne Wurm. Aha. Röhrenfelsenwiese. Let's go. Das ist ja von der Aufmachung her so wie der letzte 2D-Teil da. Wie hieß er noch? New Super Mario Brothers. Ja. Willkommen. Aber das auch so mit den. Ja. Wobei ich habe kurz, wie gesagt, mal reinschauen können. Also es fühlt sich ein bisschen mehr an wie, sagen wir mal, Super Mario World 2. Eine Ansage. Das ist schon mal eine Ansage, ja. Also es hat auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling als jetzt diese New Super Mario Brothers Sachen. Der hat geschlafen. Ja, selbst schuld, Alter. What the fuck? Ah, Mann, ey. Alle weghauen hier. Aber da war gerade eine Sprachausgabe, ne? Ja. Ich bin ein Elefant. Elefant schon. Das kannst du übrigens abschalten, wenn du nicht willst. Den Elefanten? Dass die Blumen sprechen. Also. Den Elefanten kann man nicht und sollte man, glaube ich, nicht abschalten. Ah, okay, ich habe einen Rüssel. Geil, seht ihr das? Ich hab einen krassen Rüssel. Aber was kann der denn jetzt? Ja, hier so Rüssel kann er wegschießen. Der muss ja wohl noch ein bisschen mehr können. Genau, jetzt hast du Wasser aufgenommen durch den Pool. Durch den Springbrunnen. Ah, okay. Ah, und dann kann man das... Schieß doch mal wieder was. Ja, ansonsten war es, wie du es kennst, ein Level durchkommen. Es gibt jetzt zusätzlich noch 3 lilane 10er-Münzen, die so Collectibles sind, wenn du 100% im Level haben willst, plus Wunderblumen, die du finden kannst. Noch ein? Ja, so ein Wunderblumen sind aber... Ich glaube, es war New Super... Nee, nicht New Super, sondern Super Mario Bros. 3D World oder so, wo man dann immer eine gewisse Anzahl an Collectibles sammelt. Erst dann kannst du bestimmte Wege freischalten. Yeah. Oh, was geht hier? Jetzt hast du erst mal den Bogen reingepfiffen. Ja. Also es geht nur ums Durchkommen. Wir wollen hier nicht irgendwie Münzen sammeln und so. Diese Wundermünzen braucht man, glaube ich, oder? Trotzdem ein gewisses Maß von diesen Wundersamen oder wie auch immer das heißt, werden wir gleich sehen, wenn wir am Ende sind, von diesem Part einsammeln. Weil manchmal kommst du dann sonst nicht durch bestimmte Grenzen durch. Das heißt, hier kommst du erst vorbei, wenn du 20 von denen gesammelt hast. Das ist natürlich fatal, wenn wir das überspringen würden. Und dann die Dinger hier, genau, diese Wundersamen. Die Level haben 2 bis 3, am Anfang zumindest. Und die sammelst du natürlich automatisch ein, wenn du das Spiel vernünftig spielst, ohne direkt zum Ende durchzulaufen. Aber es sollte jetzt nicht so sein, dass wir 200 Mal den gleichen Level spielen müssen. Yes! Level für Level? Das ist ja langweilig. Guck mal. Nice. Also bei 2. Von? 2 im Level. Das kannst du dann nachher nochmal sehen. Angespuckt. Also Charakter kannst du jederzeit wechseln. Unterschiede gibt's nicht, außer man spielt mit einem Yoshi oder mit Mopsy.
Die sind nämlich unverwundbar für die Kids. Ach was. Mhm. Lame. Das machen wir nicht, ne? Das machen wir nicht. Hast du schon, hast du es ein bisschen weiter gespielt schon? Oder? Das gab es zu unserer Zeit nicht. Das gab es zu unserer Zeit nicht, Kinder. Ich habe nur den Anfang mal kurz angeschaut. Kinder sind einfach schlechter geworden. Ja, wenn du auf Start drückst oder auf Plus, kannst du dann wechseln die Figuren, wenn du willst. Und der Charaktere. Was ist denn Aufsteller? Das ist für ein Multiplayer-Online-Ding. Dann kannst du, wenn du online gehst, siehst du Geister von anderen Leuten, die in den Level mit rumspringen. Und dann kannst du den komischen Aufsteller hinpacken. So Dark Souls-mäßig. So ein bisschen, von wegen hier durch ein Loch. Ist doch gut. Manche brauchen dafür ja die Aufsteller. Ja, schönen guten Tag, lieber Superchat. Auf Twitch und auf YouTube sehen wir euch. Tag. Sieht echt schön aus, nur schade, dass es wieder so einen Wattemodus gibt, schreibt Kreak Blutklinge. Ja, hat Kreak Blutklinge, aber keine Selbstbeherrschung, dass er die Sachen einfach nicht benutzt. Das sind für den Multiplayer hauptsächlich Krams, damit du den Leuten Signale geben kannst. Auf ZL oder L2, das ist quasi das Ducken. Ne? Also wenn du unten auf dem Steuerkreuz was drückst. Was ist denn das? Du hast den Pappaufsteller dann gepackt. Ah. Also wir kommen auf jeden Fall nicht durch, ey. Ja, ich will ja nur mal kurz einmal die Steuerung testen hier, Schwein. Ist ja richtig. Oh. Wenn du wieder zurückwechseln wirst auf den Elefanten, das eine Item wird gespeichert mit der A-Taste. Das ist hier oben links. Also wenn du es wieder haben willst, gedrückt halten, dann fällt das andere Item wieder raus. Peding. Okay, das ist aber ganz nett, ne? Irgendwie kommt man da hinten. Das wäre schon ganz geil, wenn wir es einfach durchspeedrunnen würden jetzt, ne? Das wäre ganz geil, aber... Ja, was gesagt, ist natürlich kein Problem. Guck mal, ich bin da hinten. Aber ist nicht so leicht später. Speedrun Slow Mode. Slow Run. Nice. Ja, Game of the Year ist gesichert, oder? Und wie sehr laggt der online? Ist ja ein hartes Jahr, ne? Fragt Nami Nami, das können wir leider nicht bestätigen. Ja, ich meine, du kannst gar nicht online zusammenspielen. Nur, das ist nur dieses Geister von anderen Leuten sind im gleichen Level unterwegs. Aber man, ja, okay. Meine ich zumindest. Also ich hab nur kurz reingeschaut. Ansonsten aber Lokal-Koop kann man natürlich so zocken. Oh, ah, jetzt ist wieder crazy, ne? Mhm. Ah, okay, das scrollt automatisch. Okay, das finde ich ganz lustig. What the hell? Wir wollten nur sehen, dass ihr alle am Mord ist. Ist das von Miyamoto? Au! Schweinesau! Entschuldigung. Ja. Denk dann, wenn du willst, kannst du immer noch deine Ersatzblume holen, falls nötig. Ganz lustig eigentlich. Wundersamen. Herr Schweinesau, so viel Zeit muss sein. Das war ja ein Erlebnis. Nein. Nice. Oh. Was habe ich genommen? Instinktiv. Welche von den lilanen Münzen? Zweite Währung, die dann in Shops für... Aber jetzt haben wir nur eins gefunden, oder? Du hast eins im Level gefunden, das zweite wird dir am Ausgang gegeben. First try, Leute. First try. Easy, ne, oder? Klar. Ich hab die zwei, klar. Hat was von Whole Cake Island. Hat gerade jemand in Mario geredet? Nur in deinen Träumen, Buddy. Naja, ich lese den Chat. Guck mal, da will er, den will er. Direkt Yoshi nehmen, ey. Sind alle Yoshis auf Easy Mode? Ja. Oh Gott, das müssen wir mal nehmen, ne?
Und mit Yoshi kannst du natürlich auch andere Leute futtern und ausspucken, plus dieses leichte Schweben am Ende nochmal. Der Matthias hat geschrieben, wir spielen das nachher schon durch, wenn ich dazukomme. Was Super Mario angeht, hat er wirklich unglaubliches Selbstbewusstsein, ne? Aber auch nur da. Ja, auch zu Recht, Matthias. Wie ihr da immer durch die Level rennt. Wollt ihr nicht wissen, ja, wer weiß, irgendwo ist Drachenschwert plus 5 oder irgendein Item oder so vergessen. Geheime Welten. Ja, mach ich's gerne. Oh, diesen niedlich. Oh, guck, wie das Schwert. Nebelklingen plus 5. Aber nur Wasser. Oh, Elefant. Das ist sehr lustig. Gregor, jetzt hol ihn doch mal. Jawohl. Dann läufst du mal weg. Da hängt doch nichts für. Sind jetzt nur rote Röhren? Also sind die gekennzeichnet, in die man rein kann? Nee. Nee. Aber am Anfang, glaube ich, sind es mehr rote, in die du dann reingehen kannst. Bunk. Nice. Geil, danke, Vito. Schön. Hammer. Die sollten nicht bei mir stehen, glaube ich. Besser nicht. Nice. Jetzt bist du groß. Oh, nee. Ist der Elefant komplett neu, ja, ne? Ja. Ja, den gab's vorher noch nicht, ne? Ja, Benjamin Blümchen gab's den, ja. Naja. Welche Tiere fehlen noch im Super Mario? Ich hab eine Toro-Torte gebraucht. Was? Die Benjamin Blümchen-Torte. Hm. Toro-Torte. Oh. Oh. Hat sich auch viel mit Wahrsagen beschäftigt und Tyrö-Karten, ne? Ja. Ey, es gibt doch bestimmt eine Folge, wo er Tyrö Benjamin und die Wahrsagerin bestimmt. Die sich gerade bewegt, die gelbe Tonne? Nee. Die Honigwaben, ja. Hab ich was verpasst? Da oben. Hä, Nils? Was ist mit Nils? Was? Da steht, Frittenferkel schreibt Nils. Ich wollte einfach Nils schreiben. Ja, weiß nicht, einfach so. Vielleicht ist Nils. Dann hat er sich hinter uns reingeschlichen. Man weiß es nicht. Ich nichts, ich nicht. Hast du gerade Backtracking? Ja, weil wir sind den ganzen Part hier gerade in diesem Wunderding durchgelaufen. Vielleicht gibt es ja noch was zu entdecken hier. In der normalen Ausgabe von der Welt. Ey, der Gregor. Also es ist bislang noch sehr links nach rechts, ne? Noch, ja. Das ist das dritte Level, ne? Naja, da gab's schon beim Super Mario World gab's da nicht schon das Geisterhaus oder andere Sachen? Oh, Arschloch. Ey. Der war aber auch ein Arschloch. Fast die in den Flagball nicht erwischt. Sehr gut gemacht. Gregor, take it, seine Time. Der hat ihn sogar. Oh, Dragon Lear. Der hat ihn sogar gegossen. Den Johnny am Ende. Er hat gerade immer schon. Ja, musste auch schmunzeln, ne? Das ist Fetisch. Ja. Ist ja schon sehr linear. Sagst du aus den ersten drei Leveln? Ja, ich meine, es gibt keine Kreuzung, nichts links, nichts rechts. Es geht nur geradeaus. Oh, guck mal. Dieser elende Bowser. Ja, dann gehen wir doch da auf diese Pusteblume. Ist halt kein Elden Ring. noch nicht. Vielleicht entwickelt sich das zum Elden Ring. Wobei, der Open World Abschnitt kommt noch. Ich habe gestern privat wieder ein bisschen Elden Ring gespielt. Einfach so, weil ich wieder Lust hatte. Deinen alten Save angemacht? Ja. Also Lords of the Fallen hast du aber auch gespielt, habe ich gesehen, oder? Elden Ring ist einfach so gut, Leute. Müsst ihr spielen. Es ist einfach das perfekte Spiel. Warum nicht gemacht? Ist so gut. Lies of P habe ich durch. Und? Geil. Aber knallhart. Also später darf man Level nicht schwerer als Sekiro persönlich. Echt? Das schafft mich schon mehr. Bei Mario World, so früh auch nicht, das stimmt nicht. Bei Mario World gab es direkt am Anfang quasi vor dem ersten Level schon eine Weggabelung nach links und nach rechts.
Super Mario World war super. Also erzählt mir nichts. Erzählt mir nichts. Na gut, du kannst links auch nur auf den Turm hoch. Egal. Es hat dir die Möglichkeit schon, es hat dir schon suggeriert, ey. Hier ist mehr drin, ne? Ja. Und dann bist du auf die Weltkarte, dann bist du hochgegangen, dann hast du schon gesehen, oh, da ist was. Was ist hier passiert? Ich hab jetzt irgendwas. Ja, das wäre die erste Grenze gewesen, da wir schon 6 von den Wundersamen haben, haben wir quasi die Tür aufgemacht damit. Guck mal, wie er zittert. Prinz Florian. Der kommt aus Schweden? Prinz Valium, ja. Also Prinz Florian. Prinz Valium, sehr gut. Immer noch einer der besten Fußballer. Prinz Valium, ja. Als Zitate von vor 40 Jahren. Heißt der im Englischen auch Prinz Valium? Bestimmt, ne? Ich weiß es nicht. Valium ist sehr allgemein gültiger Begriff, oder? Ja, Prinz Xanax oder sowas. Keine Ahnung. Also, hier. Vielleicht kommt er vom Planeten Xanax. Ja, kommt Planet Xanax. Kommt. Prinz Valium. Hallo! Hey, Sarah! Hallo. Wir haben schon fast durch. Prinz Florian hat einen ja, fast. Gekriegt. Das ist alles Abzeichen. Das ist ein Kinderspiel. Also. Zeichenübungsplatz. Ja, ist ja. Ordentlich Sturm, wa? Ey, ich musste mir von. Ich weiß keine Ahnung, ob man mich hört. Nee, man hört. Hier ist Mike. Ja, alles gut. Ja, draußen ist ordentlich Sturm, ne? Ich habe mir gerade von Laura in der Requisite einen Föhn geliehen, weil ich trotz Regenjacke und allem nicht mehr klarkam. Ich fand mich, ich wäre früher da gewesen. Aber was geht bei euch ab? Jo, ach, wir sind fast durch. Ja. Okay. Ah, wir kriegen die Fallschirmmütze. Was? Drücke ja. In der Luft R und schüttel den Controller. Oder, ach ja, mach mal. Ja, mach ich. Kann nur nee, wir haben gerade erst 3 Level gespielt. Das ist alles easy. Also, ist noch sehr linear. Ja hallo. Oh, das ist auch kein richtiger Level, ne? Das ist nur kurz, um mal zu testen, wie das Ding funktioniert. Dadün, fertig. Blablabla. Ja, draußen geht ordentlich was steil, ne? Also, ich habe noch ein paar Videos gesehen. Die Ostküste. Was, Videos? Du kannst ja einfach aus dem Fenster gucken. Ja. Aus dem Fenster gab es nicht so viele Blüte. Aber wenn man gutes Internet hat, ne? Ich könnte auch zu Hause zocken. Aber ich bin. Aber du bist hier bei uns. Ja. Yes, Sarah. Guck mal, wenn ich unbedingt jetzt, bei euch sein wollte. Jetzt öffnet es sich. Guck dir das jetzt an. Geht's ab. Siehst du, ne? Jetzt kannst du entscheiden, welchen Boss du als ersten machst. Okay. Und welchen wollen wir, Sarah? Du darfst entscheiden. Oh, ja, man kann komplett frei rumrennen. Ich pass aus. Auf jeden Fall das blaue Taurus da. Was ist da unten? Das hier oder was? Nee, was? Der Satellit da unten. Das? Nee, unten rechts. Was ist das? Das da. Reißt zusammen. Also machst du den Online-Modus an. Ah. Ja, komm, Sarah. Ja, mach mal das. Ja. Machen wir. Einen Galopteros hätte gar nicht. Ja, mach ich. So. Finde ich süß. Alles ist süß in dem Spiel. Ja, das ist tatsächlich alles süß. Also, wir haben einen Auftraggeber, der heißt. Wie heißt er? Prinz Florian. Ja. Prinz Florian, ja. Der ist. Das ist eine kleine Raupe. Der versteckt sich immer unter unserem Hut, meine ich. Hier, jetzt warte mal. Wenn du stehen bleibst, kann ich raus. Wo ist er denn? Max ist da. Hallo, Max. Ist er? Hallo. Das ist ja Mist. Jetzt kann ich jetzt. Du hast ihn gekillt. Ja, das war doof. Der hätte den Weg da freigeräumt. Das war's, echt? Ja. Ach ja, komm, da war ich zu gierig, ne? Kannst du nicht da nach unten springen? Sollen wir neu starten? Nee, was? Nee, mach einfach wieder weiter. Hier, ah, der Baum! Ist der Baum nicht gerade runter? Du kannst den Baum runter machen irgendwie. Hallo! Guck mal. Ja. Ah. Kommen Sie zu mir. Und jetzt wäre er da lang gelaufen, das hast du auch wieder verpasst. Ich bin nass. Hallo! Hey, Antoine, ne? Ja, das kann ich. Da ist er. Ich kann gerade von zu Hause aus. Abgrund gesprungen. Krass, ja, aber der ist nochmal gespawnt. Ich probier's noch einmal aus. Wie man es uns versprochen hat. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Wo ist der gespawnt? Der war gerade eben nochmal gespawnt. Ich glaube, das war nur ein zweiter, der da auch runtergelaufen ist. Nein, ich habe doch nicht alle. Habe ich alle Chancen? Du hast sie ausgerottet. Echt? Ich habe sie jetzt schon ausgerottet. Das waren die letzten beiden auf dem Planeten. Da. Hudi, mach doch mal die Bäume runter! Das macht mich wahnsinnig, wie das spielt. Ich krieg die fucking. Ey, es ging nach oben! Ja, immerhin, ein Geheimnis! Ja. Ist das dein erstes Mario oder was? Ja, lange kannst du mal gespielt. Das war doch in Ordnung jetzt. Du hast tatsächlich Battletoads durchgespielt, Woody. Ja. Hallo, was ist das denn hier für eine Stimmung? So, ja, ich hier ja, bei Woody immer schlechte Stimmung reinbringen. Du Arschloch.
So, hier, komm. Ich kann ihn nicht da. Ja, hier nicht. Jetzt ah, sind sie wieder im Leben. Hab ich. Jetzt sind sie wieder gespawnt. Jetzt ist er. Jetzt. Der muss nach links locken. So, hier. Wo ist er? Da. Ja, die hauen sich selber. Ja, der kommt jetzt. Ja, komm doch mal. Lock ihn noch mal an. Ja, da sieht er dich doch auch gar nicht. Ja. Jetzt hier, Alter. Du musst ihm helfen. Die sind voll süß. Jetzt komm. Jetzt, ja. Stark, Rudi, stark. Kein Problem. Was denn? Ist so easy. Das schon jetzt bringst du ihn um. Nee, aber hier müsste doch jetzt auch einer sein, oder nicht? Den hast du umgebracht. Ja, aber ey, nee. Vielleicht ein Unterschied von wegen in den Abgrund gefallen oder gut, dann lassen wir das jetzt. Dann lassen wir das jetzt. Er kommt nie wieder. Also auch in keinem anderen Spiel. Ja. Ach komm, ey. Da unten ist Lilane. Wofür sind die Lilane nochmal? Du siehst oben links, ja. Das ist eine zweite Währung. Ne? Diese zweite Währung kannst du in Shops für Items oder Abzeichen ausgeben. Okay. So ein bisschen wie bei Paper Mario, dass du so Support-Dinger dir holen kannst, wo du neue Skills bekommst. Zum Beispiel, dass der Doppelsprung anders wird oder mehr Münzen, irgendwie so ein Krams. Meins? Ja, solange... Ey, der hat den Fragezeichenblock in der Hand. Ja, könnt ihr mal ein bisschen bei Tinder für mich swipen? Ja. Danke. Ey, ich raste aus! Ey, was geht? Ey, bitte immer nach links, nur wenn es Leute aus der Firma sind, nach rechts. Danke. So, hier, was ist denn das schon wieder? Alter, was sind das? Fungi. Das sind... Ich wollte sie nicht töten! Du bist da draufgesprungen, Fungi. Warum? Guck mal, der leuchtet doch da. Ja, ja, wahrscheinlich brauche ich die Fungi dafür. Irgendwas ist da. Ja, aber da kann ich kann doch nichts schon wieder nichts machen da. Wahrscheinlich hätte ich diese Fungi da. Ah, hier. So. Ah! Jetzt da hoch und durch. Ja, stark. Ja, kein Problem, ey. Stark. Okay, das finde ich ganz lustig. Drei. Was ist das? Was ist das? Da hättest du den Baum runterge... Oh, du kannst auf den drauf? Ja, bleib mal drauf. Die haben die Fahne einfach kaputt gemacht! Ja, das finde ich ganz lustig. Finde ich super. Ich hab gar nichts, ey. Jetzt bist du aus dem Level rausgeschmissen. Ja, ey. Das ist den kompletten Level zerstört. What the fuck? Ich weiß auch nicht. Die Zielflagge war einfach weg. Die Zielflagge? Willst du, glaube ich, auch gleich mal spielen? Ich glaube, der Abend ist noch lang. Seht ihr es? Ich habe eins ausgelassen, oder was? Ja. Ey, das macht mich einfach fertig. Jetzt muss Ede noch mal in das Level und den holen. Und machst du das fertig, sowas? Furchtbar. Wo weiß ich Bescheid, wie ich spiele im Laufe des Abends? Ja, das ist... was ist das hier? Eine Frechheit. Müssen wir euch gleich auseinandersetzen. Ja. Nein. Schwierigkeit 2 Sterne. Das ist das könnte schon schwierig werden, meinst du, oder was? Ja. Der sieht aus, wie ich mich fühle. Das finde ich ganz lustig, während absolut keine Mimik im Gesicht ist, geschweige denn, mal ist nicht alles Mimik. Nicht jeder ist, wie heißt das? Mimikfähig. Guck mal, die sind hier fett da unten. Das Arme? Vielleicht hat's Chills einfach auch nur. Oh, sehr lustig. Hast du so ein Gesicht beim Chillen? Ja, du nicht. Ich ergebe mich meinem Schicksal. Super. Ausgezeichnet, wunderbar. Kann man das ausstellen? Was denn? Diese Texteinblendung, das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, die Texteinblendung nicht, aber die Sprache kannst du ausstellen. Guck mal, du kannst... Ja, das ist ein Elefant, ja. Das kann dir keiner sagen. Hat jemand jemals gefragt, warum ist dein Elefant? Weil es die Elefantenfrucht gab. Geil, ne? Ja, du hast den Cheatcode. Nee, ich glaube, also ich bin auch nur 5 Minuten länger hier wie du. Einmal ausprobieren. Aber ja, lass mal farmen. Wir farmen jetzt 4 Stunden. Nein, die Elefantenfrucht ist neu, aber ich glaube, es gibt Peach. Nur eine Elefantenfrucht. Max Stengel ist da, ja? Ja, der sitzt hier. Hallo Max übrigens, ne? Der Peter ist das im Chat. Das ist glaube ich, auch, oder? Ja. Das ist sehr geil, der Peter. Der Peter ist im Chat. Hallo Peter. Erstmal eine Stunde Leben farmen. Ja, ey, warum nicht?
Ich finde, du machst das richtig gut, Eddie. Guck mal, der ist ja auf, der ist umgekehrt hier. Mhm. Ja, süß. Ich hab das Gefühl, guck freundlicher dadurch. Ey, wisst ihr, was ich gut finde, dass es kein Zeitlimit gibt? Das unnötigste Feature ever gewesen. Ja, dann wird es ja auch dadurch ein bisschen spannender und schwieriger, ne? Alter Edel. Ja, der hat angefangen. Hallo. Hey, Moin. Ah, guck mal, da hätte jetzt dieser dicke Nilpferd geholfen, ne? Super, ey. Ich teste es, damit ihr es nicht testen müsst. Ist gut, da ist so eine komische Blume. Ja, aha, was ist das? Oh, habt ihr die Animation gesehen? Als er an der Kante gestanden hat. Ja, nee. Das war super süß. Guck mal, probier's mal nochmal. Oh! Was ist diese niederne Pflanze? Das ist auch irgendwas. Bum, bum. Oh, nice. Oh. Nix. Wird nicht belohnt. Nice. Jetzt bin ich auf die Nilpferde gespannt. Jetzt hast du ein Time Limit drin, ne? Für den Part. Ja, oben. Ey, ihr wollt mich doch. Ey. Jawoll. Was denn? Ich freu mich. Easy. Easy. Da geht's rein. Ach, Mann. Boing. Also nur fantastisch. Fantastisch. Nur fantastisch. Das war schon zwei Sterne Schwierigkeitsgrad. Von wie viel ist die Frage, ne? 700. Wir können auch gleich Multiplayer machen, Sarah. Dann kannst du auch mitspielen. Ja. Ja, oder? Können wir machen. Sollen wir das nicht einfach machen, Multiplayer, und dann einfach so wie so eine, wie so eine wilde Meute da durchballern? Yippie. Müsst ihr sagen, ja. Ich kann mir das jetzt noch nachträglich hier. Dann greift einfach den Controller noch. Nimmt die anderen hier. Wie viele können denn da gleich fertig? Vier, glaube ich. Ach, das ist ja cool. Hier ist auch noch so ein Funkending hier. Ach, wir haben einen. Ja. Und jetzt Charaktere. Für Cable. Ah, wo kann man... Kaliber liebt alles an diesem Spiel. Oder, ah, ich muss, glaube ich, einmal zum Titelwünsch, dann speichern wir mal. Dann wählen wir gleich zu viert. Ja, riecht hier so gut. Bist du das? Dankeschön. Du bist das. Ich oder Sarah? Sarah. Du riechst besser als ich, glaube ich. So, und jetzt? So, warte mal. Und jetzt. Das gibt doch komplettes Chaos. So, dann such mal aus. Ach, Mopsi war ja auch. Genau, Mopsi und die Yoshis sind Easy Mode. Hallo, ich bin Mario. Ich bin Peach. Warte. Du kannst Daisy, Luigi sein. Ich bin Toad. Oder blauer Toad, okay. Ich bin gelber Toad. Okay. Blauer Toad, ey. Das gab's okay. Dann. Ghostar 81, wir wechseln einfach immer wieder durch. Also, wir gucken mal. Ja. Das ist eine Mario Party. Oh, wie furchtbar. Der Weg ist versperrt, was wollen wir noch machen? Wenn wir doch nur 10 Blumenmünzen hätten hier, bitteschön. Wie jetzt? Warum? Also, er hätte ihn auch so wegmachen können, aber er wollte erstmal 10. Arbeitest du umsonst, Brudi? Maut. Tatsächlich ja, das ist ja das Problem.
Es wäre schon ein bisschen lustig, wenn wir es auch prüfen. Sind wir jetzt schon in der neuen Welt? Nee, es ist, glaube ich, so ein bisschen Bonus. Ja, es ist eine Rollschuhe. Extra Weg, den man gehen kann. Okay, was geht ab hier? Ich bin tot. Ah, ich fass. Jesus. Zum Glück, es hält nicht mehr an bei Power-Ups. Oh Gott. Oh Gott. Einfach nur Stress. Ich will auch irgendwas haben. Ja. Ich will auch. Noch vier? Sweet. Noch vier was? Ah, das ist ein Fiebertraum. Leben! Juhu! Aber schon ist aber so, ich habe in den Chat geguckt. Wenn einer in den Abgrund springt, springen alle rein. Ja, da wollte ich machen lassen. Oh! Was ist denn hier? Da muss doch irgendwas. Ach, hier, guck mal. Also, der Übersichtlichkeit hilft es auf jeden Fall. Oh, da oben, da kann man langhalten. Juhu, ich nehme die Münze noch mit. Warte doch, warte doch. Ja, komm mal mit. Sind alle dabei? Ich glaube, da sind nur Münzen, oder? Das ist ein Knopf, ich zieh ihn. Mach das. Ach, das sind Knöpfe? Ja, oder so. Nee, nicht Knöpfe. Ei, ei, ei. Ich hab schon. Ich auch, aber ich hab trotzdem alle eingesammelt. Classic. Da unten. Nein, wir hätten den. Mal, kommt Dings noch einer? Gebraucht, den. Kommt da noch einer zurück, oder? Ich glaube, die haben wir alle ermordet, oder? Ja. Ich glaube auch. Warum ermordet so viel, denn immer, weil die uns so viel Feuer vor die Nase gesetzt haben. Warte, warte mal. Nicht da. Halt. Warte. Nicht. Hey, wer ist denn da Mario hier? Ich bin das nicht. So. Ah, jetzt. Also zurücklaufen. Alle das, zurück. Warum? Was? Weil da, was, da war ein Geheimnis. Das ist ein Fragezeichen. Ja, aber das bestimmt richtig geiles drin. Zack. Siehst du? Also ist super wichtig. Ja, super wichtige Münze. Wofür sind die? die Collectibles im Level. Sonst da ist oben er nicht halt, zu, der Schalter. Zu 100% geschafft. What? Wo gehen wir hin? Rechts, oder? Ich bin, ach was. Geheime Wege hier, oder was? Es war gerade noch ein Pfeil. Da oben ist noch so ein ey, hier rechts war noch was? RSD alle. Ein bisschen hektisch, aber ich find's sehr lustig eigentlich so. Eins fehlt noch. Alter! Peach! Alter, ich rauf gar nichts mehr. Rechts lang, hier los! Nee! Das andere rechts. Komm her, alle. Hä, bin ich noch da? Da. Wow. Entschuldigung. Ey, da hat auch der Blaue ja, trotz zwei Sterne wirklich, eingesammelt. Genau jetzt musst du aber vorne. Ah! Oh, oi, oi, oi. Oh. Wartet. Nein! Oh mein Gott. Oh, irgendwas in meinem Auge. Mann, ey. Guck mal, alles What geschafft, Sam? Oder? Also, Mike. Hallo. Guckt euch diese Haare an. Bist du trocken geblieben? Mega. Dreh dich mal. Ja. Hallo, Sam. Voll schön geworden. Sam, hol dir die Keule. Voll schön geworden. Da. Oh, ja. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja? Wo gewinnt ihr? Sam hat neue Haare. So, sollen wir denn Mama, die reinkommt, gewinnt ihr? Ne? sollen wir zu viert weiterspielen? Also für gut. Zuschauer, glaube ich, echt ein bisschen anstrengend. Ich finde es, glaube ich, auch ein bisschen arg anstrengend. Ja. Das ist doch den Guck mal, jetzt sind wir Minis. Guck mal, ja. Wir sind Babys. Ja. Wir können ein Level noch. Und ich bin dann tot. Spielt ihr wieder schön zu zweit oder so. Ah! Du bist wieder tot. Du bist immer tot. Ja, eigentlich schon. Oh, jetzt bin ich wirklich Nein! tot. Oh, ja. Ich bin komplett tot. Du kommst ja wieder hoch.
Ah. Ja. Ich will die Münzen. Ja. Alter, was geht? Alter, was? Moment. Ja, das ist also irgendwie. Warte auf den kleinen Bruder oder so. Ah, shit. Hui. Was geht ab? Ah! Ach, das war ja. Hä? So. Oh, ich krieg's nicht mehr. Ich bin ein Geist. Nee, mach mal zu zweit oder so. Ich glaube, zu viel ist ein bisschen. Das genau. Ein bisschen oder alleine ist man, glaube ich, besser unterwegs, ne? Ja, mach alleine. Ja. Ist auch viel schöner zu sehen, dass die Welten so. Dann stellen wir das einmal um und ja, dann gehen wir nochmal das Pad weiter. Oh, mir ist das Auge geflogen. Leg das mal auch da vorne irgendwo hin, Ede. Ja. Ups. Zwei auf der Seite. Das ist ein linkes Auge. Ja, das war's. Nehmen wir Iris. No. Hast du Augentropfen dabei oder sowas? Nee, aber es sticht voll. Oh, echt? Schlecht. Ich habe so ein Video gesehen. Ist egal, ich erzähl dich. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt sowas? Bin ich dran? Ja. Da hat einer was Rotes im Auge gehabt und ist dann 2 Stunden später dann gestorben oder so? Nee, da kam eine Spinne raus. Wir zählen ab jetzt mit. So, Schwierigkeit 1. Ich will härtere. Was ist das hier? Verschnaufpause, das hatten wir doch schon. Ja, aber mach's trotzdem, weil du kriegst damit ja Dingsabumse. Aber das haben wir doch schon alles gemacht hier. Nee, die Wundersamen, wenn sie leer sind, hast du sie noch nicht. Geh mal auf den. Das hey, hier, ja. Siehst du? Da ist noch. Fliegrolf. Ist noch leer, die Aussparung. Stand da wirklich Fliegrolf? Tatsächlich. Oh, mein Fliegrolf. Das war dumm. Ah, das wollte ich nicht, ey. Das war's schon. Ja. Du machst noch ein Level, das war ja nix. Okay, das war jetzt aber. Moin. So, gibt's hier vielleicht irgendwas? Da war was, habt ihr gesehen? Hast was gefunden, ja. Nein! The hell? Neue Welt. Tolle Aussicht. Ich rede mal mit dir. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht schön, aber kann man zum Beispiel treffen, so gerade erst. Ja, du hast geswiped, ne? Schon so konzentriert, dass ich plötzlich an einen Sturm geraten bin. Geheim des States. Der hat dir ein paar Münzen gegeben. Ja, finde ich gut, aber ich will. Das war einfach nur, also scheinbar. Ja, eine kleine Aussicht für später, ne? Ja. Oh. Ach komm, das wollte ich nicht. So, ja gut, dann wieder zurück. Das war wirklich nur eine kleine Aussicht. Das ist ja schade, ne? So, Eliminator. Mach kurz Pause. Flop. Und wir gehen weiter runter. Das brauchen wir. Das haben wir. Wundermaskenmusik. Ich mach noch so ein. Alter. Oh, hier bin ich eher EA. Weißt du, wie sehr der Woody das mag, wenn man ihn berührt. Hier, das ist doch bestimmt. Da ist doch irgendwas, da muss ich doch irgendwie hin, da oben. Seht ihr das? Ja, die Blume. Nee, aber ich kann doch nicht, das ist irgend. Was ist denn das hier? Das ist die, das Item gewechselt. Jetzt! Nee, das Problem ist. Ich will wissen. Der freut sich nur. Gibt's nur die Blume hier, oder jetzt was? Jetzt sammelt das Ding endlich mal ein, Budi. Ja, ich will doch wissen, also, es darf nicht wahr sein. Sonst fängt der Level gar nicht an. Ah, ja. Oh. Das war's. Oh. Also. Flops, fertig. Ja. Hey, ne? Mach, Rudi. Also, das, diese kleinen sind wirklich einfach nur kleine Super-Mini-Spiel-Level, ne? Ja. Und hier hatten wir schon alles gemacht. Ich glaube, du kannst unten irgendwo noch lang. Unten? Also hier irgendwo auf der unteren Seite gibt es hier noch was. Oder du gehst ganz rechts weiter. Da rechts ist der Boss, ne? Ja. Guck mal, wir haben schon 15 von den Wundersamen. Der braucht nur 10. Was ist das? Shop. Hier kannst du kaufen mit den lila Münzen. Aber was ist die Frage? Zum Beispiel ein Abzeichen oder ein Wundersamen.
oder extra Leben. Belohnungsmünze, was springt das? Macht das mal, das ist ein neues Abzeichen. Da kriegt man nämlich mehr Münzen, wenn man es equipped hat. Und Wundersamen kaufen wir auch. Und wir hatten den... Das Schweben hatten wir gerade aktiviert. Ah, das können wir okay, das sind wie Skills. Ja, genau. Was, du kannst aber, das Skill ist ja, aber das ist ja viel geiler. Ja, musst du gucken, was du gerne equipped haben ist oder nicht. Das finde ich auch besser. Lieber etwas, was dir hilft, anstatt mehr Münzen. Aber kann man es nicht dann so skillen, dass du einfach nur mehr Münzen hast und dann kaufst du die Samen? Du kannst ja aber nur von den lila Münzen. Ja. Ja. Also, die gibt es ja nur in den Leveln. Die gibt es ja nur begrenzt. Jetzt hast du ein Speedrun-Level aktiviert. Was? Jetzt musst du schön schnell durch den Level kommen. Sagt wer? Sagt das Spiel. Nein, ich habe gerade was verpasst im Chat. Geht mal nach oben. Irgendwas haben wir verpasst. Come on! Digga, weißt du, wie diese Pilze heißen? Fungi. Fungi-Bungis? Ich hab keine Ahnung. Also ich glaube, die sehen eigentlich einigermaßen lecker aus. Du wirst doch jetzt nicht die armen Mario-Pilze essen. Auf jeden Fall. Oh, oh. Ey! Oh, oh. Na, das ist mir gut. Also, uff. Er gewinnt auf jeden Fall, ey. Oh, jetzt strengt er sich nochmal ein bisschen an. Nice. Was ist das denn? Ah, geschafft. Ja, come on. Naja. Muss man einsammeln, oder? Aber ist es überhaupt erlaubt, dass der Rollschuhe benutzt? Also vor allen Dingen, wie viele? Ja, alle. So Leute, schreibt mal F in den Chat, wenn ihr beeindruckt seid. Weißer Spitzröhrling, danke, Niesc. Weißer Spitzröhrling. Bist du dir sicher? Ja. Du hast dich so erfunden. Da, siehst du. Ein G habe ich gelesen. Ein Q. Effekt eines super diverse Fs. Ich lese nur die Fs. Lass mal später. Oha. Oha, oha. Das ist doch da, da ist doch mal hier ein. Das Boschloch. Sie haben den örtlichen Palast. Da hier wird eine Königsnamen. Da unten ist ein Karussell. Oh. It's a me. Endlich kommst du zur Vernunft. Ist das so ein... Klimmsprung 1. Klimmsprung, das ist nur ein Abzeichen. Ja, aber dann kriegst du das vielleicht. Ja, machen wir es mal. Da mache ich noch einen richtigen. Das finde ich aber mal cool, dass es mal so neu, dass man neue Fähigkeiten freischalten kann, sozusagen. Aber warum immer nur eine? Oder kann man später auch mehrere aktivieren? Das weiß ich leider nicht. Klimmsprung ist quasi der Walljump. Du hast statt dem Walljump hast du direkt einmal, dass du an der Wand entlang springen kannst. Also, und danach nicht von der Wand weg, sondern. Genau, an der Wand hoch und danach von der Wand weg. Hallo, ne? Das Florentin! Florentin? Aha. Das ist so klar, ey. Kurz geguckt, braucht man mich? Das ist super. Doch, man hat ihn marginaler Bildrand gesehen, das ist sehr lustig. Schaltet mal jetzt in Florentins Stream, ich glaube, da geht gleich der World of Warcraft-Charakter online. Kann man das auch heute? Nee, kann man nur einmal machen, ne? Du kannst einmal das und der zweite wird dann zum normalen Walljump. Hör mal, wir holen das nochmal die. Oh. Snap. Stark. Aber wir machen nochmal einen richtigen Level. Ja, machen wir. Wonderbear. Da bist du. Was hattest du jetzt noch? Ich? Ja. Ich hatte schon noch einen Mikrofon.
Nee, das Schweben ist okay. Walljump brauche ich nicht. Walljump willst du nicht? Ach, den extra Jump brauche ich, glaube ich, jetzt nicht. Ja, ich finde find den ganz nice. Schwierigkeit. Was ist da mit dem Schild? Schwierigkeit 3. Da oben das Schild. Guck mal. Blick in die Sterne. Für die Sterne eines Levels. Achso, das erklärt mir nur, dass das den Schwierigkeitsgrad zeigt. Ja, Röhren Dickicht im Sumpf. 3 Sterne. Losch geht's. Röhren Dickicht. Kannst du denn jetzt diesen Walljump machen? Oder? Ich habe jetzt das Abzeichen nicht angelegt. Aber du hast das Abzeichen. Ich habe das Abzeichen, aber ich habe jetzt das Schweben noch erstmal drin, weil das ein bisschen sinniger ist. Jetzt gibt es auch für jede Aktion ist ja so geil. Ein kleines Lob. Gut. Stark. Das ist nett. Ja. Schön bejahend. Mhm. Prima. Hey! Florentin! Na? Florentin! Ups. Oh. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen. Hi, hallo. Hi. Du hast das auch gerochen vorhin, ne? Du hast gedacht, ich hab's auch gerochen. Pizza. Ja, das ist das Gemeinste, was man machen kann. Hier in der Firma Pizza backen. Das war jetzt und die Küche ist halb abgefackelt. Oh! Sehr gut. Und wo ist das Baguette? Baguette, hä? Wo ist das Baguette? Es wurde trotzdem gegessen. Der Henry hat das gemacht. Okay. Ja, Schneckenkiller Gregor. Schneckenkiller Gregor. Ist ganz toll, das Spiel. Wer spielt gerade? Ah, Gregor spielt. Okay, hochkonzentriert. Man kann es auch zu viert spielen. Wir haben es mal ausprobiert, aber es ist sehr hektisch. Es ist wild. Also, ich glaube, also, chaotisch lustig, aber macht keinen Sinn, ne? Jetzt für heute. Ja, zum richtig spielen ist es irgendwie sehr unübersichtlich. Broms. Oh, wieder vier Schnecken auf dem Gewissen. Und wie kriegt er seine Elefantenkraft? Hast du da ein Item eingesammelt oder ist das die Elefantenrüssel? Das ist ein gutes Rüsseltraining, ne? Ah ja. Guck mal, da kannst du auch wieder nach hinten ins Level rein, wenn du die richtige Röhre findest. Wie war alles Mögliche falls gestern? Toll. Richtig gut. Wir haben viel geschafft. Ja? Wir haben viele Fragen wirklich beantwortet, abschließend. Ja, war richtig gut, ja. Gab es keinen Gewinner oder eine Gewinnerin? Ja, die Zuschauer. Ah! Florentin. Gregor, was machst du? Sag einfach, wenn du das Joypad nicht mehr abgeben willst. Ich glaube, ich habe es verpasst, Mann. Was ist die Regel? Man stirbt, gibt man ab, oder was? Eigentlich, nach ne? Tod oder nach Levelbeendigung. Weil ehrlich gesagt ist bislang noch keiner gestorben. Kann man in dem Spiel überhaupt sterben? Ja. Sicher? Ich glaube nicht. Und der drückt die runter, weil er so schwer ist als Elefant oder immer? Keine Ahnung. Kannst du mal probieren. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das macht jeder. Kannst du ja auch mit Mario. Das ist ja Mario. Sind die Münzen in Mario eigentlich eine Lüge oder bringen die irgendwas? Bitte was? Die Münzen in Mario, ist das... Die gelben sind eine Lüge, die lilanen bringen was. Ja, die gelben sind vielleicht eine neue Lüge. Willst du mal? Die gelben, ich komme ja gleich ins Spiel. Ich glaube, die sind nicht weniger eine Lüge als die deutsche Wirtschaft. Ach, guck mal, Gregor, du hast einen. Lass uns mal über die Inflation reden, Gregor. Das ist, glaube ich, jetzt genau der richtige Moment. Ja, exakt. Ja, da würde mich mal die Meinung eines Griechen interessieren. Goldenen Münzen in den Laden gegangen und hab noch Flüge gekriegt. Die Pfeile haben 10 Rubine gekostet und heute 30. Damals waren die Röhren noch stabil. Damals konnte ich mit einer Münze in Urlaub fahren. Aber die bringen wirklich gar nichts, die gelben Münzen in Mario. Naja, 100, ja, 100 halt bringen extra Leben. Aber wir haben schon herausgefunden, dass man das System hier ganz gut umgehen kann. Denn als Elefant kannst du einfach unendlich Münzen spammen. Es war nicht unendlich, ne? Nee, nicht unendlich, nur eine halbe Stunde lang. Also warte mal, ich hab doch so eine... Entschuldigung, ich bin gerade... Jetzt, okay. Das wollte ich machen. Stark. Siehst du? Ja, die Lilanen, davon kann man Sachen im Shop kaufen. Unter anderem sogar neue Bewegungen. Rocket King Shop. Die Gegner sind auch neu, oder? Dieser Froschmeister. Komm, die gab's schon mal. Also die hier sind schon ein bisschen älter. Meine ich, zumindest in der Ausgabe. Das war gut, Budi. Danke. Gut. Gut. Hier, wo ist denn das System? Zu loben. Achso, nicht loben? Nee. Okay, aber Kritik ist erlaubt? Ja, das ist natürlich. Also konstruktives Feedback, meine ich natürlich. Genau. Kritik. Guck, jetzt ist er hinten im Hintergrund. Nein. Nice, ne? Aber was ist denn jetzt schon wieder hier los? Wieso, was ist denn. Ja, guck mal, da muss ich doch mal jetzt A gedrückt halten, zum Elefant werden.
Wasser aufsammeln und hier mal so ein bisschen rein knöbeln. Schaust dir an, Budi, du hast genau richtig gemacht. Die Gegner vorne kommen sich jetzt ein bisschen dumm vor. Oder die denken sich, oh, zum Glück bin ich nicht dran heute. Die werden, die machen Dienst nach Vorschrift, dass für das sie bezahlt wurden. Oh. Oh. Nee, leider nichts. Leider nichts. Ja, wäre geil sowas, aber. Wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Budi. Ja, hier nehme ich. Nimm die Röhre, die ganz auf der Seite ist. Hä? Die da. Die links von dir. Nee, die kleine. Die. Plumps. Aber passt nicht ganz durch. Guck. Sag mal, welche Klamotten trägt Benjamin Blümchen? Sieht der nicht genauso aus? Auch blau-rot? Ich glaube, der ist untenrum völlig frei, ne? Und dann ein rotes T-Shirt? Nur am Wochenende. Nee, der hat doch so eine Jacke, oder? Und hat der nicht auch eine blaue Hose? Ich weiß es nicht. Müssen wir eigentlich mal checken. Aber es ist sehr ähnlich, der Look, oder? Ey! Ey! Was ist denn das für eine Randale da hinten schon wieder? Die Frage ist halt, ob Benjamin Blümchen in Japan eine Rolle spielt, ne? Ob das. Das habe ich mich auch gefragt. Scheinbar, die kennen den gar nicht. Ja? Glaube ich. Ich glaube, Captain Blaubeer ist irgendwie in Taiwan riesengroß oder jetzt so. Jetzt ernsthaft? Ich weiß es nicht. Das ist oder random oder Werner ist irgendwo. Alter, Werner. In Japan, ey. Riesenteil einfach. Ja, wir lieben Werner. Naruto und Werner. Kennst du das? Werner Genesis Evangelion? Habe ich letztens ein Reaction-Video gesehen, wo so ein Amerikaner Werner geschaut hat. Und der war richtig begeistert. Ja? Und ich dachte, ja, kannst du endlich mal stolz sein. Hat er es auf Deutsch geguckt? Ich glaube nicht, dass es da Synchronisationen gibt, oder? Ich weiß es gar nicht. Herr Röhrig. Ja, da hast du Mr. Röhrig. Meister Röhrig. Mr. Röhrig. Wann geht denn? Hatte dann Werner, jetzt hör doch mal auf, Werner. Werner, ich hab dir doch gesagt, es bringt so nichts, Werner. Du meinst, norddeutscher Akzent entspricht dem texanischen Akzent? Naja, okay, du müsstest dann eher sagen, was wäre norddeutsch vergleichsweise. Texanisch wäre mehr bayerisch, oder? Ich dachte, norddeutsch wäre kanadisch, oder? So, wenn man so sagt, Norden, kalt, trist. So ein bisschen Udi. New York wäre wahrscheinlich falsch. Das ist ja mehr ostfriesisch. Ja, das stimmt. In New York ist Berlinerisch. Achso, warte mal, hier, da, Pau. New Yorkerisch ist Berlinerisch? Nee, ich glaube, ich würde Frankfurt. Frankfurt ist New York. Ich glaube, da muss man mal so eine Tabelle erstellen. Oh, aber Udi, den Pau. Es wäre auf jeden Fall schon ein Äquivalent. Aber wie denn? Wie komme ich denn da ran? Hol den Pau. Ich will den Pau doch. Das ist eine rote Jacke und eine blaue Hose dann meist. Bei Benjamin. Ach doch, blaue Hose. Ist doch nicht. Aber der Rüssel ist wahr, ey. Der ist in der Luft. Der Rüssel ist in der Luft, ja. Der ist hoch meistens. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ja, weil wir gegenschleudern was. Er kann das Jackett noch zuknöpfen, da haben wir es. Geht nicht. Mario oder... Da ist er. Das ist eine Schildkröte oder sowas. Aber das ist auch so das klassische Bild. Posier mal in der Tür. Hier da unten, ja, aber wie denn? So. Was? Wir beamen doch mal auf den Kopf. Das war, die Eltern haben dich jetzt zum Fotografen gebracht. Für die. Das ist jetzt auch nicht wahr sein. Ah! Oh! Das war richtig nice. Habt ihr das gesehen? Was ist denn die Tuba da? Die Pflanzentuba? Das sind Blumen, die nerven. Die kann man aber aus... Ach, das ist gar keine Tuba. Die kommentieren. Ja, ja. Ach komm, ey, ich raste gleich aus. Weil das ist quasi das Twitter des Spiels. Ja. Dann nimmt man Feedback. Zu freundlich noch. Du kannst aber in den Menüs einstellen, don't add also, me. Also irgendwie ist das jetzt unbefriedigend für mich. Das war unbefriedigend. Stark. Sehr, sehr, sehr. Jetzt kommt Eddie. Naja, war gespannt. Aber es war nicht, du hast nicht beide, glaube ich, gekriegt. Nee, ne? Ich hab nur einen. Guck. Ja, ist ach, ist zum Kotzen. So was sind nicht das denn für welche? Das sind aber nicht die Pilzleute. Das sind die neuen Steckrüben. Die Steckrüben, Leute. Ja. Purple Steckrüben. Die muss ich gerne von Elefanten anspritzen lassen. Damit sie wachsen. Okay. Das ist direkt aus dem Spiel. Ja. Yeah. Wir machen kurz einen Spot Werbung, dann sind wir gleich zurück mit dem nächsten Level. Ich gehe jetzt zum Boss.
So, weiter geht's. Hier wird kurz durchgewechselt, aber ich darf noch das Boss-Schloss gucken. Hallo. Wir grüßen herzlich bei uns hier in der Arena. Vitus ist mit dabei. Hallo, Leute. Hallo, Vitus. Und natürlich hinten als Unterstützung am Anton. Schlagzeug. Anton. Hallo. Anton, ich habe für dich noch eine Funke. Hast du da Bock drauf? Ja. Jetzt ist wobei, der Ball. Die braucht doch Sam. Ich gib die mal Sam. Ich nehme nachher Eddies. Okay. Ich habe die Keule jetzt ja schon in der Hand. Etienne wollte unbedingt jetzt noch den Boss-Level machen, so ja, zeigen, weil sonst... jetzt mal ein bisschen was Cooles. Ja, ja, ja. Keine Energie verschwenden. Das ist halt dir nur diese so ein langer Abend. Ja, das stimmt. Oh. Das stimmt. Stark. Guck mal, dass du nicht direkt in die Gegner rennst. Mal, das so. Ich glaube, es echt in meinem Maul nicht. Ach, schön, auch, dass du da bist. So schlecht. Ja, ja, endlich jemand, der mir ein paar Tipps gibt. Ja, ja. Es ist unglaublich. Aber hier ist doch bestimmt was. Ja, guck doch mal. Das ist der rote Elefant? Ach nee, ist immer der gleiche Elefant. Ach, geil. Und der macht so Tuba-Geräusche, wenn er einen Angriff macht, der Elefant? Was? Da hast du gerade. War das gerade reiner Zufall, dass genau in dem Moment, wo du angekommen bist, kam so ein Tuba. Mach doch nochmal eine Arschbombe, bitte. Gut. Gibt's da auch was Besseres als gut oder ist doch, alles guck, einfach. Doch, gut? Ja, doch. Da, guck mal. Was? Wo ist denn da eine Tuba? Ja, nee, Tuba ja, hör ist mal das hin. Nicht. Das ist hör ein Becken. Hör mal hin. Ja, ist ein, ja, ist ja fast das gleiche. Das Blasinstrument gegen einen. Ja, aber ja, okay. Nochmal. Ja, guck das ist doch keine Tuba. Aber jetzt musst du es zum Soundtrack timen. Musst. Darum kommen wir hier nicht weiter. Ein notwendiger Imperativ. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob Eddie musikalisch ist. Hast du musikalisches Gen in dir? Ja, klar. Ja? Ja. Ich kann sehr viele Musiken. Okay. Sing mal was. Was ist dein Lieblingslied? Was ist ein Lied? Die Gedanken sind frei. I'm walking on sunshine. I'm so excited. I'm so excited. And I just can't hide it. I know, okay, I, know okay. I know, I know, I know, I know what to. Ich hab den Text nicht so ganz. Ja, gute Musik. Das ist doch Hammer. Gute Musik. Andi ist wirklich ein großer Dankeschön. Sänger, glaube ich. Ihr könnt euch gerne noch mehr Musik wünschen, wenn ihr wollt. Im RBS-Team. Ich glaube, wir haben das Ich kenne keine anderen Songs mehr. Ja, gut, dann halt nicht. Wow, was ist das? Jetzt kommt die Drogenstelle. Wenn man diese Dinge einsammelt, dann wird es immer drogenmäßig. Dann weiß man nie, was im Level passiert. Dann passieren die verrücktesten Sachen. Da oben will ich ran. Okay, halt. Aber du kriegst jetzt immer vielleicht. Gut. Über die runtergefallenen Röhren kommst du jetzt dran? Gut, Anton, gut aufgepasst. Oh, Anton ist gut. Denk dran. Oh. Von hinten kommen immer die besten Ideen. Fantastisch! Danke. Es wird hier sehr viel mit Lob gearbeitet in dem Spiel. Ist fantastisch das Beste, was es gibt, oder gibt es noch? Wir wissen es noch nicht. Ich glaube, auch gut. Was ist das Beste, was man sagen kann? Superlativ. Was ist das Größte? Mega geil. Mega geil? Aber was mit ultra geil? Nee, ultra geil. Ultra geil ist höher als mal. Was ist mit ausgezeichnet? Nee, das ist lame. Nee. Lame ausgezeichnet ist so, wenn so der Lehrer, der dich nicht mag und du hast einmal was Gutes gesagt. Aber ich finde fantastisch schon besser, noch geiler als mega geil. Fantastisch ist über mega bei dir. Was ist mit amazing? Mega geil, ja. Nee. Ich bin exzellent? Ja großer Fan. Oh, schade. Oh. Schade, dass das da nicht so rüber. Aus. Scheiße. Ich bin ja großer Fan von Astrein. Mm. Nee, gar nicht. Astrein? Klingt ein bisschen wie Astra. Okay. Und das Bier mag ich nicht. Okay. Bärenstark. Ach, jetzt bin ich aber der Kleine hier. Willst du dich nochmal? Jetzt seid ihr dran. Oh Gott, wie klein ich bin. Du kannst ruhig noch ein bisschen weiter spielen. Na gut. Wir sind jetzt dran. Willst du das zum Abschied singen? Alles klar. Bis später dann. Danke dir. Willst du nach vorne, Sam, oder soll ich? Mir egal. Okay, komm, du wolltest doch eben schon spielen. Na gut, eine Runde mache ich. Kurz Chat, ich verkabel mich. Hallo. Hallo. Das ist nicht so leicht. Bist du Mario aber Spieler? Größer jetzt schon. Kannst du Mario spielen? Oder nicht wirklich, Mario Galaxy war das letzte, was ich gespielt habe. Ja gut, aber dann hat man ja die Basics so ein bisschen. Deswegen habe ich immer so ein bisschen den Reflex, immer so rumzufuchteln und musste man diese ganzen Brocken aufsammeln mit Galaxy. Und tschüss. Ach, da war die Absurdität. Guck mal, der geht hier durch. Wie er rausguckt. Schau mal, wie er rausluschert. Guck dir die Arzt. Und dann du die Blume daneben? Ja, doch, das ist dieser Absurditätsknopf. Wie cool, wie geil. Ey, ich glaube, wir machen jetzt die Stunde nichts anderes. Es ist gut, dass es in dem Spiel kein Timelimit für die Level gibt. Ja, yes, okay, seid ihr dran für den Absurditätsknopf. Ja. Banane kämpft gegen Unabhängigkeitserklärung. Los geht's!
Okay, jetzt aber Speed, okay. Let's go, Speed. Aber wo ist denn dieser Elefant, den du... Den gibt's nicht mehr. Den haben wir verloren. Ausgestorben. Ja. Oh, scheiße. Die armen Elefanten. Wir haben verloren. Okay, jetzt kannst du da gleich zurück und diese Dinger noch einsammeln. Also du willst keinen Fantastisch. Aber kannst du dich denken, du kannst dich irgendwie so festhalten. Prima! Prima! Was sagst du zu Prima, Sam? Bist du da? Nee, kein Fan. Wenn jemand zu dir sagt, bisschen, du bist Prima, ist das... Klingt ein bisschen altbacken, oder? Ja. Würde meine Oma vielleicht sagen. Ja, genau. Ich finde das ein astreines Wort. Aber ist Lob von Generation, ist Lob generationenübergreifend dann weniger wert, oder was? Ja. In diesem Szenario, das wir gerade durchspielen, ja. Okay. Was meine Oma sagt, kann ich nicht erzählen. Machst du aber prima. Oh, ich habe das Spiel gerade nur gestartet, Oma. Das ist ja das. Ich habe die Flugschule. Das ist, weil ich groß bin, oder wie? Deswegen habe ich den Hut. Ich glaube schon, ja. Mal hier rein. Probieren wir mal den. Bezeichnen auf mich! 275,1. Woher weißt du, dass ich da war? Der soll sich verpissen, der kleine Eumel da. Was ist das für eine Blume da oben an der Decke? Ja, da kommen wir noch wahrscheinlich erst wieder zu. Nein, das ist Frame Perfect. Yes. Aha. Strong. Gut. Siehst du? Gut. Oh! Ja, wenn zu dir jemand sagt, Florentin, du bist gut. Freue ich mich. Das Netteste, was ich ganz sagen kann. Nein, sagt nie jemand leider. Was ist hier los? Ist das. Nee, das muss nicht. Das ist egal. Lass das einfach. Das ist zu riskant, oder was? Ist das so ein. Sein, du kannst schon Wandsprünge. Was? Hattest du das schon in Sport? Da habe ich leider gefehlt. Ach, was ist das jetzt? Absolutitätskraft. Wundersamen! Wow. Aber was bedeutet das? Damn. Das müssen wir, glaube ich, einsammeln, um neue Level freizuschalten. Ah, zauberhaft. 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 Zauberhaft ist sehr schön. Ah, ist eine unendliche Treppe? Nee. Oh, Boss. Endliche Treppe. Boss. Endboss. Hoffen wir, dass es nicht wieder ist. Oh, aber ich krieg hier den Tomatenpfand. Den Tomatenpfand, ja. Wir kennen ihn nicht. Batz. Alles das Gleiche. Ja. Ja. Das Hüpfen klingt auch schon so witzig. Chat sagt astrein übrigens. Oder? Ja, astrein, ah, dankeschön. Ja. Dankeschön, sehr nett von dir. Sauber. Sauber. Oh, oh, oh. Ah, der kleine Fleischdachs. Bowser Jr. Wer spricht ihn, Sam? Was, soll ich ihn sprechen? Bitte? Ja. Du hast absolut keine Chance gegen mich, aber es macht dir sicher Spaß, dir beim Verlieren zuzusehen, habe ich falsch gelesen, sorry. Astrein. Astrein, Sam. So würde der in meinem Kopf klingen. Oh, Atom! Ja. Atom? Der bewegt sich ja wirklich wahnsinnig schnell. Ja. Ich komm gar nicht hinterher, du. Nein, ich hab den Angriff, ich hab den Move gemacht. The Move wurde gemaked. Der wurde gemaked, ja. Alrighty. Wer luschert einem das? Erstmal die Situation antizipieren, das finde ich gut. Also wie funktioniert das jetzt? Was ist der Schlachtplan hier? Oh! Stark! Nice! Nee? Oh nee! Was? Oh nein, Phase 2. Was denn schon? Nee. Shit. Nee. Nach einem Tag von Phase 2? Oh man. Oh, Pubertät. Oh. Mies gelaufen. Das ist geil. Klein Bowser. Pubertät ist immer ein Gamble. Man weiß nie, was und wie man rauskommt. Was, wenn du eine Arschbombe machst, kannst du dann unterbrechen, dass er so durch die Gegend leidet? Boah, stark. Nice. Aber ich hab Oh. Oh, 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 oh nee. Well. Du kannst aber ich kann ganz schön hochfliegen. Ja. Ganz schöner Überflieger hier. Und was muss man jetzt machen? Wandsprung und dann oben. Ja, Wandsprung drauf, und drauf, vermute ich auch. Oh, eine Bombe! Nee, aber ich habe keine Bomben. Ich habe keine Bombe mehr. Ich habe nur noch den Hutmeister. Ach so, den da. Unterdrücken. Oh mein Gott. Sehr schwerkraftorientierte Arschbombe. Und. Ja! Oh! Oh, nee! Oh, nee! Heute Abend vermissen. Na, und rein da! Ja! Nice. Kein Problem. Geil. Alter, Florentin. So, jetzt aber. Du bist auf jeden Fall besser als ich. Not bad, ey. Ja. Astrein, könnte Dankeschön. Man sagen. Danke. Oh,
Aber gut. Passt rein. Oh, erste Sahne ist im Chat auch erste gut. Erste Sahne finde ja. ich sehr geil. Mhm. Du bist für mich allererste Sahne. Danke. So, das waren Freunde Steckrüben und das ist jetzt Pflaumeister. Königssamen. Und die kleine Raupe, ja, ich hatte die ganze Zeit eine Raupe dabei. Hast du die nicht gesehen? Die guckt immer unter der Mut aus. Ich dachte, was das ist. Ich dachte, das ist so eine Feuerblume. Oh, nun? Achso, da. Wir haben den Dämoneneinfluss gebrochen. Yes! So, Spiel vorbei, oder? Gehen wir schlafen. Das war's. Ich glaube, wir haben es durch, Leute. Bestimmt also, danke fürs Einschalten. Grün wieder ist. Ah, die weg jetzt auch immer, oder was? Und so lang gelang es Mario, dem Prinzen den Palast zurückzuerobern. Ach, Mario ist ein Prinz? Ist der Prinz? Was hat denn der Prinz geleistet? Die Raupe ist der Prinz. Prinz Fabian, darüber wurde. Ach, Mario und den Prinz. Ja, ja. Der Typ ist mit Peach zusammen? Wer? Weiten die Raupe? Die Raupe. Der Peach ist die Prinzessin und er ist der Prinz. Es gibt verschiedene Königreiche. Peach ist ja nicht. Ich hab sie 8-mal gerettet und sie nimmt den Käfer. Mit dem geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Können sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Mal schauen. Bis später. Bis später. Bis später. Ja. Tschüss. Mach Idiot, mach es besser. Mach Idiot, schwenkt doch hoch. Alles klar. Sam. Gut. Schloss 1. Heftig. Das war sehr gut, Florentin. Das war wirklich astrein. Ja, ich habe aber heute kurze Socken angezogen mit meiner langen Hose. Das ist immer. Einmal Applaus. Wir uns freuen, dass wir mal wieder zusammengekommen sind. Ja, ne? So, Applaus für mich schon mal. Oh Gott. Aber das ist der. Ja. Florentin, Drucko. Ich weiß nicht, warum du dir da so Sorgen machst wegen deinen Socken, weil deine Knöchel sind ja wohl richtig nice. Okay, soll ich vielleicht mal mit Plätze tauschen? Astreine Knöchel. Astreine Knöchel. Astreine Knöchel. Die Blüteninseln, schön. Ich glaube, Knöchel ist wirklich das Kompliment, wo ich mich am wenigsten freuen würde. Also ich habe schon Schwierigkeiten mit Knie, wenn jemand sagt, so schöne Knie. Okay, danke. Dein großer Zeh ist wirklich astrein. Ja. Oh, hehehe. Oh, die Piranha-Wolke. Scheiße. Werden alle stören. Ach, das Schloss spricht mit uns. Schloss, ja, Schloss Bowser. Also Bowser ist das Schloss. Ja, das Schloss ist verschmolzen mit Bowser. Es wird immer schlimmer mit Bowser, also, Alter. Das ist wirklich trippy hier alles, diese Angelegenheit. Okay. Kann sie nicht konzentrieren drauf. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Guaha mit G? Guaha. Das ist noch ein. Von unten kommt es. Ja. Hier, das ist Florian. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Gib mir Peach zurück, du Arschloch. Oh, was passiert denn jetzt? Ich habe um 18 Uhr ein Date mit Peach, der müssen wir durch sein. Mario so, ja, okay, alles klar. Okay, ja, danke. Ich habe nämlich schon aus 200 Castles gelernt. Oh, was passiert? Wer ist das? Okay, die. Ah, der Königssamen, den wir gesammelt haben. Ja, die können offenbar diese bösen Wolken fressen. Wo habt ihr denn. Wo ist denn. Oh. Wo ist denn die Piranha-Wolke hin, Mensch? Was habt ihr getan? Aber glaubt ihr, dass wenn man da alle, wie so ein bisschen wie bei Diablo, wenn man alles in diesen Steinen versammelt, bricht dann nachher das wahre Böse erst raus? Ich glaube, man hat sich bei der Story sehr stark an Diablo gehalten. Denke ich auch. Da gibt es 1:1. Oh, das sieht aus wie so ein Paillettenanzug, der Boden. Ja. Ja. So kleinen Schimmern. Mit so ein bisschen Glitzer. Fällt mir sehr gut hier bisher, ausgenommen von. Also dieses Bowser-Schloss halt, das irgendwie. Die Königshaft, die Piranha-Wolken vertreiben die Bowser am Kreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Prinz Florian. Ich freue mich ja so. Vielen Dank. Gut, dann sollen wir gleich zum Wölkchengebirge nördlich von hier aufbrechen. Es gibt einen Königssamen im Palast auf seinem Gipfel. An seinem Gipfel, sorry, Entschuldigung. Ja. Am Gipfel. Am Gipfel. Okay. Aber der hat was von so einem Marching Band-Typen mit diesem Hut, oder? So diese. My shit ja, also is bananas, B-A-N-A-N-A-S. Also, wir wie ein Prinz sieht er für mich leider nicht aus. Oh, das stimmt. Ja gut, aber du hast ja fleißigen Fischers. Du hast ja spezielle Vorstellungen von Prinzen. Das ja. Andere ist ja, warum, wenn es einen Froschkönig gibt, warum gibt es dann nicht Wiggelprinzesschen und Prinzen? Ja. Guter Punkt. Na gut, der ist schon ganz süß. Seit dieser gemeine Kerl hier, es beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt angeln, Mann? Oh, das ging nicht gut. Wir müssen helfen. Ich habe 4 Arme. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Ah, wirklich? Ihr denkt, dass das klappt? Oh,
wenn ich nur daran denke, stehe ich schon voller Blüten. Man muss immer mit dem ganzen Körper winken. Das ist gar. So will ich jeden Morgen begrüßt werden. Wollen wir das nicht einfach jetzt einsammeln und skippen? Ja, ich wurde gerade angemuckt, dass ich die Stories, die tiefe... Ich versuche mich die Lore, Leute. Die Lore. Weinst du gerade? Ja. Anton ist mitten in der Story drin. Und ihr, der Regen, oder? Mittendrin nehmt ihr es mir weg, hört den Stimmen auf. Ist doch gemein. Okay. Ja, ich will jetzt auch mal ein bisschen Action hier. Ja. Dafür habe ich den Controller nicht in die Hand. Ich verstehe gar nicht, warum wir jetzt gegen die kämpfen. Weil wir die Piranha-Wolken besiegen müssen, damit wir an den Königssamen rankommen, damit wir damit wiederum die Schlangen besiegen können, die das Bowser-Schloss beschützen, damit wir ins Schloss rein. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was war jetzt mit Angeln? Was hat das? Die haben keine Fische mehr, weil die Piranhas die Fische vertreiben, weil die Piranha die Fische fressen. Okay. Deswegen gibt es keine Fische mehr, die angeln. Die können keine Piranhas angeln. Nein, die Piranhas verscheuchen die Fische, die sie normalerweise angeln. Die tollen Fische. Und die Gangen, wie geht die Gangen? Nein. Den geht's gut. Oh, immerhin. Was ist ein Abzeichentest? Sollen wir das machen? Delfinkick? Delfinkick. Wahrscheinlich. Delfinkick 1. Okay, gut. Der Einsteiger. Ich kann nur den dritten leider. Du hast das deutlich coolere Seepferdchen auf jeden Fall. Delfinkick. Verlierst du keine Versuche, selbst wenn was schief geht. Das klingt idiotensicher, das mag ich. Abzeichentest. Okay. Drücke unter Wasser R oder schüttle den Controller um einen kurzen Geschwindigkeit. Kannst du bitte jedes Mal den Controller schütteln? Oh, wo ist die hin? Yes! Alles klar. Delfinkick. Damn. Ach so, man muss schnell sein, verstehe. Okay, nee, die zerquetschen die einfach gar nicht. Die bleiben einfach. Einfach nur drohen an und liefern dann nicht. Kann ich R gedrückt halten? Nein. Ja, das wird knapper. Es wird knapper, ja. Oh. Das ist. Also wirklich, ich komme ins Schwitzen und dabei bin ich im Wasser. Ja, das musst du einsammeln wahrscheinlich, ne? Das musst du einholen. Wasser trotzdem schwitzen? Ja. Ja? Ja? In heißem Wasser schwitzt du doch. Was? Aber ist damit der Sinn von Schweiß nicht? Weil die Idee ist doch, dass es verdunstet, oder? Ja, dann stimmt. Ja, da bin ich auch. Warum ist es dann auch echt eklig, weil du schwitzt ins Wasser? Ja, das stimmt. Ich weiß nur, ich bade gerne. Ja. Ein heißes Bad ist bei mir immer willkommen. Mhm. Und da habe ich dann immer ziemlich viel Durst danach. Ja. Und dachte ich mir, man hat ja auch viel Durst, wenn man schwitzt. Deswegen dachte ich, vielleicht. Naja, ist das ein Hinweis, man bei einem heißen Bad beim Schwimmen doch auch, oder nach dem Schwimmbad hast man doch immer übel Durst und Hunger. Komme ich da nicht rein? Ja, nee. Ja, beim Schwimmbad, da bewegt man sich ja auch. Im Schwimmbad, da heizt du ja das Becken auf. Hättest du vielleicht diese Zeit, da ganz Schwimmer gut. Davon auch noch einsammeln können? Was? Ja, ist egal. Und hoch! Du schwimmst toll! Danke, du kleine Blume. Das ist ein sehr positives Spiel, ne? Wirklich, also wenig Negatives. So. Das ist schon gut. Was passiert, wenn man stirbt? Sagen die dann auch so, hey, du hast dein Bestes gegeben. Ey, das war echt Mitarbeiter, super. Nee, Urkunde. Mit Teilnehmerurkunde. Na gut. So, jetzt fühle ich mich auch ready, um Schwierigkeitsstufe 2 anzugehen. Toll gemacht! Also machen wir das jetzt noch weiter. Ich tue es so ein Abzeichen! Nee, so redet der auf gar keinen Fall, Vitus. Ich habe überhaupt nicht versucht, den Wort zu lesen. Ich habe mich gefreut, dass wir ihn abzeichnen. So. Vielleicht später. Mann. Ja, guck mal, das mal an. Los geht's! Oha. Aber ach, das ist alles unter Wasser. Oh Mann, das meine ich nicht so gern. Ah, nee, doch nicht. Hi! Hey, moin, ne? Geht, Alter! Leute. Hey, jo, das ist mal eine. Hey, der hat schlechte Laune. Stark. Wie machst du das mit dem Hut aufblähen, dass man da nicht so schnell runterfliegt? Rabiat. Okay. Oh, cool. Ach nee, die warum müssen wir die Unterwasserwelt spielen? Nee, ja, das finde ich auch gemein. Vor allem, als ob ich irgendwas tun würde. Aber ach, jetzt hört doch mal auf Unterwasserwelt. Okay. Ach, nee. Ernsthaft? Nee. Naja, wenn man genug Mobilität hat, ist es okay. Ja, klar, mit dem U-Boot ist die Unterwasserwelt gut. Ganz cool. Ja. Ich dachte, ich mache mal hier ein bisschen auf Tempo. Ist ja eh egal, oder? Ey! Oh, fantastisch! Aber das macht sich immer nicht lustig. Das galt jetzt für die Flunder. Wahrscheinlich, ja. Fantastisch gekriegt. Ich glaube auch. Also? Hallo! Oh. Die Flunder ist schlau, die schwimmt immer nur so, dass man ihre breite Seite sieht. Ja. Ne? Wenn die sich einmal wenden würde, würde die komplett verschwinden. Ja. So, soll ich da oben rein? Dann existiert sie. Hey! Ja, hey. Hey. Jetzt, wo du blinkst, eh? Jawohl. Hey! Wie süß er da rauskommt, ich dachte auch. Es ist wirklich so süß, ne? Ich finde den kleinen Mario eh den besten. Ja. Weil der ist einfach so. Der stirbt so, halt so leider sehr leicht. Aber na, es riecht nach mehr! Oh. Kannst du es riechen?
Die salzige Luft. Ah, die Möwen. Ich hole jetzt das nicht alles, dann ist das so blöd hier. Matthias wird, wenn er nachher hier ankommt, alle Level nochmal spielen. Alles einsammeln. Ja, genau. So, jetzt machen wir es mal richtig. Und er würde es trotzdem schaffen, ja, ja, klar. Komplett durchzuspielen. Das oh. Oh, Feuer unter Wasser ist natürlich. Ach, guck mal. Okay. Hier wird aber guck mal, die lächeln auch. Warum bringst du die alle? Warum bringst du die alle um? Naja. Die lächeln. Okay, die oben nicht. Hallo. Die oben sehen böse aus. Ja. Ja, aber es ist ja auch nur, weil sie auf dem Kopf sind. Und dann ja, dann vertraue ich trotzdem nicht. Okay. Okay, die Flunder ist irgendwie unbeeindruckt von dir. Doch, die hat auch einen kleinen Rotstich bekommen gerade. Soll ich wirklich, muss ich wirklich alle Münzen holen? Also, nein, aber die großen wären doch toll, oder nicht? Also, wir die großen ja, aber die gelb. Oh, du hast den Absurditätsknopf gedrückt. Oh, dann wird's. Ah! Oh, nee! Okay. Ja, das ist nach ja, genau. Ach, da, der, du sammelst direkt seinen Code kostbaren ein. Code ein. Ja, was das schon? Nee. Kostbarer Klempner Code. Und Altenpfleger ist Mario. Oh. Achtung. Oh, oh. Aber jetzt hast du die. Ja. Aber der macht da, aber jetzt kannst du schön einsammeln. Sehr gut, sehr gut. Warte, warte. Nein, dulde dich doch bitte ein wenig. Sag mal. Achtung, jetzt kommt er da, jetzt kommt er da. Sie hat keine Geduld. Ich hab wirklich keine. Ich hab kein. Nein, jetzt kannst du da rein. Gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, du bist immer noch klein, ne? Ah, jetzt. Nee. Oh, du bist immer noch klein. Du bist rissen. Muckis. Oh, nein, oh, schade. Oh. Aber. Achso. Oh Mann. Und jetzt, was macht man hier? Ja, jetzt machen wir es nochmal. Oh nee. Drücke unter. Ja, genau. Du, hast du den angelegt gehabt für den Boost? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ah. Ach, anlegen im Sinne von mitnehmen. Okay. Ja. Aber guck mal, wir sind ja noch bei. Guck mal. Muss Entschuldigung. Ich bin Mama. Auf deiner Seite. Okay. Bob-Lot. Was war das denn? Aber das war doch jetzt. Ey, du hast dein Bestes gegeben. 14 Continues haben wir noch. Guck mal, da oben ist ein Pilz drin. Den würde ich erstmal, glaube ich. Ja, nehmen. Auf jeden Fall den Pilz. Feuer. Sogar eine Blume. Sogar. Ah, nee, das ist die Absurditätsblume. Ah, shit. Ja, also, okay. Moment, jetzt bist du klein, aber hast du die Blume? Ja, das ist ja dieser. Nee, ich hab Paradox. Ich hab gar nichts. Paradox-Modus. Ich hab gar nichts. Du hast nur den LSD-Trip angeschaltet. Ja. Sehr gut. Ja. Ist ja auch Freitag. Ja. Ist denn das Freitag? Ich glaube, ja, das waren vielleicht mal Weintrauben. Das will ich nicht ausschließen. Ja, doch, wir kommen. Du musst jetzt wieder zurück gleich, ne? Damit du da um die München einsammeln kannst. Ja, aber vielleicht wäre hier noch was gewesen oder so. Nee, dann kommst du nachher hin. Da, um die Sachen hier, kaputt zu machen. Jetzt da und da. Achtung, 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 Achtung! Oh, schade! Macht das Sinn jetzt gerade? Vitus! Ja! Vitus, er wird nicht aufgegeben. Ja, nicht viel! Macht das, wird doch nicht aufgegeben. Macht das Sinn. Soll man alles sofort aufgeben in seinem Leben? Also wirklich. Was soll denn ihr das hier? Ich unterstütze diesen Wurf. Ich unterstütze diesen Wurf. Dann komm doch her! Mach's doch besser hier! Was? Mein Gott, ey! Ihr habt uns das Schlamassel hinterlassen. Ja, wirklich. Ich dachte schon, er frisst mich auf. Hätte ich das Drachenschwert schon, wäre das alles nicht passiert. Ach, guck mal, jetzt hast du eine von fünf Sonnenblumensternen. Ja. Ich glaube, wir müssen alle schaffen, damit da hinten die. Ja. Das ist eine Flunder. Ist das auch ein Fisch? Was macht ihr da? Das ist der Kampfpanzer unter den Fischen, die Flunder. Weg da. Du musst den da rüben hinlocken erst, damit er. Ja, genau, der genau. Und jetzt? Achtung, und aus dem Weg. Jetzt macht er Schnappi und du musst aufhauen. Na, guck mal. Ah, so wie das. Ah, ja. Gut aus. Fisch ist sein Element. Achtung. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegt jetzt. Der Fisch. Jetzt bist du. Jetzt so, aber wo muss ich jetzt hin? Ja, weiter nach rechts. Du musst da jetzt das nächste kaputt machen, damit du die nächste Blume haben kannst. Oder das, den kannst du dir sogar sparen. Das war stark. Achtung! Achtung! Nein! Ach, Vitus. Ich hab keine Kissen mehr, Vitus. Das räumst du ja alles nachher wieder auf. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber wir haben noch 12. Hat es kein Leben gekostet? Doch, doch. Oder haben wir eins gesagt? Wir hatten mal 15. Oh, ja. Vitus, jetzt reiß dich aber mal zusammen. Ja, komm jetzt, was wollen wir? Deswegen, du musst halt. Ja. Aber wie spielen wir eigentlich? Ist nicht, wenn man. Ja, spielt, ich gebe es gleich mal ab hier. Lass den Jungen noch mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, das stimmt. Ich will halt wirklich jetzt. Nur das schwimm generell. Durch, schwimm. Ja, okay, jetzt vielleicht nicht mehr. Mach mal jetzt.
Sehr gut. Mal chillen hier. Ja. So. Achtung. Ja, ich gehe weiter weg hier. Ja, so, jetzt kannst du da oben rum durch. Jetzt hat er den nötigen Respekt. Aber sei... auch vor den Kleinen. Sei mit Vorsicht ausgestattet. Der mag deinen Schnappi von unten. Ich hab Angst. Jetzt nämlich. Ja, so machst du das natürlich leichter. So. Und jetzt schnell nach rechts. Das war gut. Das Spiel hat recht. Das war sehr gut. Achtung. Oh, der haut den kleinen Fisch weg. Ja. Die Frage ist, ob er, wenn er dich trifft. Deswegen können die nicht mehr. Gerade so bin ich safe erstmal, oder? Nein. Okay, geh schon! Mach mir doch nicht so viel Stress hier, ey. Dass der die Sandbänke auffressen kann. Oh, aber jetzt wird der kleine Tröterich auch gefressen, oder? Da oben. Ja, selber schuld. Mach mal. Gut. Und der jetzt? Der ist unten! Nein! Okay, jetzt hast du den. Das musst du, ne? Das sammeln. Aber Vorsicht! Ja. Stark. Weg! Wecki! Das war ja cool. Der Schrecken der Meere. Wirklich. So ein Riesenfunder können uns gar nichts. Ist das Sydney? Was? Ich glaube, wir sind gerade unter Sydney. Ja, das ist. Muss Red ich hier jetzt rein? Das ist vielleicht eine Zahl für den Gag. Machen wir mal hier rein. Wegen der Oper oder was? Wegen für den Nemo. Wie schön, wenn 42 Volume Wasted Name. Anton, ich möchte, dass du jetzt mal machst. Nee. Doch. Nee, ach komm. Nee, du machst es mal. Ich bin jetzt gerade zu aufgeregt. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben meinen Switch-Controller in den Händen. Naja, der ist auch nicht anders als andere Controller. Ey, du fängst es klein. Das ist der R-Knopf. Du kannst den Dr. Wusel kannst du dir holen. Y ist auch hier schneller, nicht? Ja. Ja, easy. Alles klar. Und? Ja, gut, das ist ein vollkommen überraschende Flundermechanik, die wir gerade entdeckt haben. Oh, jetzt musst du noch rein! Du musst da mal durch! Ich war von Anfang an dagegen. Flunder ist einfach Endboss. Vergiss es. Okay. So, jetzt kann mal der die ganze Zeit hinten saß und immer so schlau war, jetzt mal beweisen, wie es läuft. So nämlich. Hey, das ist nicht fair. Du schaffst das. Wir sind doch auf deiner Seite. Wir sind doch ein Team. Ja, absolut. Eben. Ich dachte, Rudi ist anders nicht im an. Team. Rudi wirft lieber Kissen. Muss man auch mal festhalten. Boom! Stark. Und der Delfin-Kick direkt verstanden. Oh, das ist aber die Todesfalle jetzt. Jetzt ist er mutig. Oder? Jetzt ist er mutig. Ach, dieser kleine Fisch, der macht mir eher Sorgen. Junge! Du machst das ganz toll. Sehr schön. So, Flunder. Bist du vom HVV oder warum bist du noch nicht da? Ich verstehe keinen Fußball. Das hat ja nichts mehr. Oh, aber okay, der Fisch konnte dich nicht treffen. Ne? Der HVV. Ist das Fußball? Ich hab HSV. HSV. Ach so. Okay. HVV. Oh, nein! Schade! Oh, Mann, schade. Mann, nein. Siehst du, es ist gar nicht so einfach. Mhm. Bitte. Ja, das ist immer. Seid ihr immer noch im Ja. Das sieht nur ähnlich aus. Vielleicht machen wir es ohne den LSD-Trip. Das hat uns so gut gefallen, wir haben es einfach nochmal aufgebaut. Wir brauchen ja diesen Samen da. Das geht ja nicht ohne. Ich hatte doch sogar den Samen schon. Ach, verliert man den, wenn man stirbt? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Aber ich finde es gut, dass Anton jetzt immer beweisen muss, dass er das auch in der Praxis schafft. Die Theorie ist natürlich eins. Ja. Njam. Aber findet ihr nicht auch, dass Sand ein bisschen lecker aussieht? Mit R kann man auch, ne? Also so wie so ein Kiesbrei und so. Nee, gar nicht. Lagst du nicht mal am Strand und dachtest, oh komm, einmal eine Hand. Nee, gar nicht wirklich. Gar nicht. Ich glaube, ich finde Sand und sowas wie so ganz kleiner Reis. So Reis mit so ganz kleinen Reissamen. Nee, aber jeder hat aber am Reis ist doch so geil, dass er im Mund. Dass er nicht so klein. Das war doch eklig. Aber stell dir vor, es schmeckt besser. Ja. Aber dann ist trotzdem, glaube ich, kein Fan von der Konsistenz. Okay. So. Nee, leider noch nicht. Nee, du. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn du zwischen den Zähnen knirscht, nee. Ja. Nee. Ja, tschüssi. Vielleicht, wenn man Sand länger kocht. Ja, das ist so ein bisschen. Ja! Stark. Oh nein, ja, nein, noch nein, muss nein, ich nein, den nein, einsammeln, nein. Ja? Pass bloß auf. Ja!
Und jetzt nach rechts, sofort. Ach. Oder auch nicht? Ja, Münzen, oder? Ja, da war so ein unüberwindbares Wasserhindernis. Das war wirklich tief und groß. Eine Flunder, die einfach rausgepoppt kam, klar. Das war ja wild. Das war ja wild, hat die Blume gesagt. Saudele. Das war wirklich wild. Das war wild. Das war wirklich wild. Was bist du? Okay, Kontostand. Mhm. Ich finde, wenn man den Level beendet, sollte stehen. Hier, da jetzt. Flunder vor. Guck doch mal, Gregor, wie gefährlich das ist. Oh. Sehr gut. Aber heißes Wasser? Oder ist das einfach verflundert? Nee, das ist verflundert. Sehr gut. Das wär's gewesen. Was, wir haben echt wunderbar. Warum? Stark. So, der Nougatmann kommt. Yes. Hammer. Beide. Ach, das sind Sandhechte eigentlich, glaube ich. Das ist ich hab's doch geschafft. Das sieht ja kein Stück wie ein Hecht aus, oder? Hier, deine disziplinarische Maßnahme. So, was wollen wir als nächstes machen? Kann man eigentlich auch hier runterfallen? Sollen wir das mal ausprobieren? Einmal Level, Missing Gnome. Weißt du, ah, guck mal, da fehlen wir uns hin. Da gibt's zwei. Ach so, meinst du? Pfirsiche und oder Wundersamen. Weißt zusammen? Nee. Ach so. Wollen wir nicht. Bin ich raus. Oder sollen wir erstmal da uns auf dem Inselchen angucken? Ja, guck mal, was da drüben noch so los ist. Der hat einen Eisstand da. Ich glaube, das dürfen wir noch nicht. Aber alles. Können wir den. Kannst du den nicht machen? Den kann ich bestimmt machen. Achso. Ja. Sieht aber nach Boss-Level aus ein bisschen, ne? Zeig mal. Was ist ein A? Der Stibitzkes. Stibitzkes? Hattest du gestern A genommen? Wirklich eine richtig unangenehme Atmosphäre. Das ist mir mal, wo der Daumen links ist. M hat gewonnen. Warum? Warum? Gute Frage, weil Colin Gable für ihn eingestanden ist. Ich habe Blasphemous gespielt, das war nicht so auslaugen. Ja. Nur kein U. Aber wer hat denn U genommen? Johanna. Hä? U als bester Buchstabe. Ja. Oh, Geheimnis. Ja, ja. Mit der muss ich noch mal reden. Die hätte noch S nehmen müssen, dann wäre mein ganzer Name gewesen. Ja. Ja. Oh, ich will nicht. Nee, das ist bestimmt hier so ein Hecht. Oh, da sind neue Freunde. Freunde. Florentin, um nochmal auf diese Sand. Andere Seite. Andere Meinung. Sahne? Auch Sand. Anderer Sand würde dann auch anders schmecken. Also Mittelmeersand ist dann anders als. Alter! Ich glaube, das ist ähnlich wie Popcorn, dass du das Salz und Süß genießen kannst. Dass du so einen schönen Wattsand sehe ich eher so als salzigen Genuss. Und eher so ein Mittelmeersand eher so als süßes, fruchtiges. Nee, das müsste dann ja eher so. Also es gibt ja Salz und Süß. Aber das Mittelmeer ist ja fast frech. Nein! Also ich glaube schon, dass das Meer eigentlich alles salzig sein muss. Was da? Oh, nö. Nö, gegen dich kämpfe ich nicht. Aber es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Farben von Sand. Die schmecken bestimmt unterschiedlich. Okay, vielleicht hätte ich doch nie bei einer Sandblume gedacht, als du noch schwach warst. Dann mal so die Zunge runter. Mal Zunge ran auf jeden Fall. Ich hab mir schon mal im Winter an so einen Laternenmast mit der Zunge ran. Nee, das hab ich nie gemacht. In der 8. Klasse. Yeah? Ja, und ich bin hängen geblieben. Und dann kam das. Entschuldigung. Danke. Und ich glaube 2 Minuten und dann kam ein Lehrer und der gesagt, ja scheiße, was machen wir jetzt? Und dann wollte er warmes Wasser holen, aber das war dann schon zu spät. Und ich habe dann so einen Teil von meiner Zunge. Nein, hör auf. What? Alter, was? Das ist das Schlimmste. Und hast du bis heute eine Zungennarbe oder was? Nee. Das ist nachgewachsen. Zunge wächst ja nach tatsächlich. Ja. Die Haut, aber nicht Stücke davon. Ist das nicht, so ein kleines Stück. Wusste das nicht? Wächst, glaube ich, nach. Krass. Es war auch echt, also es tat richtig weh. Ich glaube, ich hatte noch nie so Schmerzen in meinem Leben. Oh, vor allem, du kannst ja kein Pflaster draufkleben oder so. Nee, nee. Den ganzen Tag geblutet. Konntest du essen? Ja, und stell dann irgendwie so was Saures essen. Mit so einer offenen Wunde in der Zunge. So ein bisschen Chili eine drauf. Offenen Wunde in der Zunge, das ist natürlich richtig. Ich glaube, ich habe 2 Tage nichts gegessen, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe 2 Tage nichts gegessen. Das war echt eklig. Aber ich habe auch also irgendwie. Aber ich war das Gespräch in der ganzen Schule. Was? Noch weiter runter? Das ganze Jahr noch. Ja. Kam sogar noch in der, Falle. Der Abschlussrede kam das immer noch zu sprechen. Hey, auch negative Publicity ist Publicity, sagt Hauptsache, man ja immer. Ich meine, wir sind hier bei RBTV, also. Ja. Wir müssen hier. Nein, no, nicht schon wieder! Nee, wir müssen den. Ach ja, doch, wir brauchen das ja.
Oh, kann ich nicht einmal in Frieden so einen Tag hier verleben? Wir wollen einfach mal ein ganz chilliges Level spielen. Jetzt ist das Wasser oben? Ich mochte die Gesetze der Physik. Wirklich. Ich bin Fan. Was leuchtet wo? Nee. Ja doch. Was leuchtet golden? Wo leuchtet es golden? Hä? Lasst uns. Was war das denn? Die Münzen. Ach, Münzen sind doch egal. Wirklich. Wer braucht denn Münzen? Kein Ach, das sind 0,1 von den Lilanen da oben, ne? Jetzt haben wir 7,9. Hä? Die kleinen Brocken sind 0,1 von der, so einer Lilamünze. So. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, um das durchzuführen. Naja. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir stellen uns alle ziemlich gut an, von daher würde ich sagen. Ja, also. Schon. Soll ich da unten nochmal lang? Wann kommt Matthias? Ja, ich glaube, 21, 20 Uhr. Oder siehst du. Der reißt der holt das dann wieder raus, oh. Wirklich. Stark. Fantastisch. Fantastisch. Um. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Schau mal. Ach so. Ja. Oh, schau mal, der weiß Münzen. Schau mal, Münzen. Ich glaub, du musst nach oben, Anton. Ja, ich fürchte leider auch. Aber Anton ist ein Sammler, ne? Der nee. Lässt nichts liegen. Der lässt wirklich nichts liegen, aber das ist sein eigener Untergang. Komm, das schaffst du. Ja, ja, ja. Das ist sein Untergang. Ja, 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 ja. 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 Boah, das ist hier ein Golfspiel. Oh, Anton, ja! Gut, gut. Ja! Oi, stark, richtig gut gemacht. Schnell, schnell, schnell. Da ist ja. Er! Ja! Nice. Ich finde, es sieht aus wie so ein Schinken, so ein Pfirsichspeck irgendwie. Pfirsichspeck? Ich finde, so sehen diese Teile aus so ein bisschen, wie so ein Comic-Speck, aber in so einer Pfirsich. Hast du Hunger? Hast also ich meine, so einen schönen Pfirsichspeck würde ich sehen. Okay. Was ist denn Pfirsichspeck? Naja, so ein schöner Speck, gebraten in Pfirsichstück. Ach so. Eingewickelt in gegrillte Pfirsichstücke. Ja, warum denn nicht? Ja. Ich bin schweißnass. Mhm. Aber das ist auch dieses Phänomen im Bacon. Kannst du... Mit süß. Ist hier noch was? Ja. Geil. Soll ich nochmal zurück? Ja, schon geil. Was sagt die Mario-Connoisseur-Abteilung hinter mir? Gut, dann gehe ich nicht zurück. Kai ist auch da! Hallo Kai! 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 Hallo! Hi Kai! Hi Kai! Kann jemand die Story nochmal zusammenfassen für Kai? Also Kai. Also Bowser ist ein Schloss. Und da sind so Piranha-Wolken. Und die müssen wir wegmachen. Doch beide, oder nicht? War doch jetzt gar nicht stark. Also das war gut. Das war ja, gut. Das war wirklich das toll. War gut. Hätten wir dich gerade geklatscht, würde ich nochmal klatschen. Ach, gut, sehr gut. Ihr seid aber auch geübte Klatscher, ne? Das macht ihr nicht zum ersten Mal. Ja, ne, ja. Mhm. Seid ihr oft so auf Konzerten oder nee, so, auch in der Redaktion einfach. Ja? Jedes Mal aber eine gute Idee. Hast du Johanna schon mal klatschen gehört? Nee. Die klatscht wirklich so laut, das geht mir richtig auf den Sack. Die kann so laut klatschen, dass es in meinen Ohren wehtut. Das ist dann so mit so angewinkelt und so Luftkissen und so und so richtig. Ja, weiß ich nicht, wie die das macht, aber es ist wirklich schmerzhaft. Ich stehe ja leider oft neben Johanna. Und sie ist sehr leicht zu beeindrucken. Sie steht leider oft neben ihr. Und sie klatscht halt leider schon sehr häufig. Das wollen wir dieses Abzeichen Level 2 noch machen? Nein. Ach ja, ich erinnere mich. 9 Stunden. Na, Interesse? So, machen wir hier. Hoch hinaus. Florentin, jetzt darfst du wieder. Falschnäbel. Das klingt. Schwierigkeitsgrad 2 Sterne möchte ich nochmal anmerken, nur damit ich jetzt erbärmlich scheitere. Kannst eigentlich nicht erbärmlicher scheitern. Ich würde das Abzeichen, glaube ich, nee. Aber, ja, ist das, ich glaube, ich habe für den ganzen Abend so eine niedrige Schwelle jetzt gesetzt. Also, kann nur noch besser. Da kann sich eigentlich niemand jetzt. Niemand kann sich noch schlechter spielen als ich. Florentin. Warum? Es war schon wieder so leicht judgy. Ja, das wünsche ich nämlich auch. Florentin zurück! Ja, Leute, lass mich erstmal gucken. Seit wann muss man im Mario-Spiel zurücklaufen? Nee, wirklich. Den Schneckenpanzer links nehmen und nach rechts fahren. Ach, da. Ach, guck mal, da unten, da kannst du noch. Ja. Ui. Jetzt ergibt alles Sinn. Ach, guck mal, da kannst du auch noch was. Den musst du nehmen und dann ging das Ding da. Nee, andere Richtung.
Nee. Das geht, glaub, das kriegt man hin. Das müsste die Schnecke sein. Man kann sich, wenn man im richtigen Frame vielleicht drückt, dann durch die Wand. Vielleicht, wenn du den Screen verlässt, respawnt die, das kann auch sein. Oh, und was kriegen wir jetzt? Fantastisch! Gut. Also, wenn von hinten, von der Couch nichts kommt, dann wenigstens vom Spiel. Lobt uns das Spiel. Wir machen das schon. Von der Couch kommt schon einiges, würde ich sagen. Ja, aber nichts Gutes. Ach so, jetzt kommen. Lediglich Verbesserungsvorschläge. Ja, da gibt es auch reiches Potenzial, aber. So, ich muss jetzt den. Ja, ich muss erstmal diese Panzerphysik hier verstehen. Ja, den Hämmern und die. Oh, perfekt. Stark. Das war ganz groß. Oh, beide! Nur geil. So muss man das geiler machen. Geiler Typ, ey. Okay. Ah, das war sehr gut. Warum haben die denn so einen Revolverschnabel? Nee, die. Jawohl. Nee, ach, ja. Nee. Da war nichts Cooles drin. Vielleicht hätte man da noch weitergehen können, ne? Es ist natürlich ja, wir jetzt eher in so einem Scooter-Mindset. Soll man gleich drin, ne? Schön selber spielen. So, richtiger, also. Nein! Ja. Oh, ich bin. Nein, macht Spaß. Pink Hutmann? Was kann der? Pingu? Du. Pass doch auf! Kannst du dich wahrscheinlich jetzt einfrieren, oder was? Wenn du jetzt den. Der hat den Spaß seines Lebens, ey! Ich will dich gar nicht umbringen, aber irgendwie. Ja. Der ist sturmfrei, der Typ. So, das der ist einfach fucking sturmfrei. Dem endlich mal auf dem Bett rumhopsen dürfen, ohne dass Mama was sagt. Nee, das riecht nach Geheimgang, oder? Nee, ich muss eine Blase schreiben? Schießen und die holt den raus. Durch die. Ah, das kann auch gut sein, ja. Ah, Florentin. Okay, ich dachte, das fliegt dann so hoch. Florentin, ey. Geiler Typ. Heftig. Da auch nochmal. Ich werde jetzt schon längst schon wieder tot, ne? Hm. Ey, die Blasen sind ja die stärkste Waffe, die es gibt. Aber wie sanft sie auch alles umbringt. Ja, genau. Eine Social-Media-Treffen-Analyse sein. So, was will dieser Panzer-Jimmy hier sagen? Okay. Geld. Angst hat zu Geld. Ich finde, das ist eine schöne Botschaft. Ja. Wie der nichts machen kann dagegen. Vorsicht. Oh, der respawnt. Tot. Naja, sonst kommst du kommst aber nicht mehr hoch, nämlich sonst. Also der hat Arbeitspflicht da. Naja, ja. Jawohl. Nee, naja. Nee. Ah, okay. Die darf ich nicht wegzappen. Jetzt. Zack, zack. Und da. Stark. Ja, aber der Tröterich ist für immer gefangen. Welch angenehmer Duft. Wonach riechen die? Die Blasen? Seife. Okay. Oder. Ich dachte, das wurde in der Lore erklärt, oder so, als er diese Fähigkeiten bekommen hat. Dass es so Safranblasen sind oder sowas. Ich würde schon eher sagen, so Kaugummi lässt sich sehen, die auch. Indern Safran-Chicken, das war richtig lecker. Los. Was ist das Gelbe? Ein richtig gutes Safran-Chicken. Was ist das Gelbe? Ja. Ah. Oh. Jetzt wird's trippy. 90. Vorsicht. Oh Gott. Oh nee. Toll. Oh mein Gott. Das ist ja nur geil. Oh wow. Oh. Kann ich eigene Blasen beisteuern? Wie sehen denn diese Level dann aus, wenn du das jetzt einfach regulär zu Ende zocken würdest? Naja, wahrscheinlich nicht so cool. Nein. Oh, oh Gott. Stark. Yay! Oh, das war richtig Spaß. Und das hat auch Spaß gemacht. Wahrscheinlich das rote Rohr zum Ende. Wir müssen bestimmt nach unten. Ah, nice. Na, die lassen wir uns nicht entgehen hier. Und zwar so richtig. Die haben eine Sprachausgabe? Ja, ja. Kann man aber ausstellen. Stark. Okay, danke für den Hinweis. Die Meinung ist klar. Selbes Fan. Passiv-aggressiv kann man auch ausschalten. Ne?
Und drehen. Und ah, schade. Egal. Exzellent. Exzellent ist schon so. Fantastisch. Exzellent ist. Ich glaube, fantastisch ist ein großes ist Thema besser. Hier, Woody. Aber wunderbar ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Dir mir gefallen. Toll. Das war schön. Ja, das war richtig. Hat Spaß gemacht. Das war gut. Oh, ey, so. Gut. Hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Hier kann ich ja noch nicht hin. Doch, oder? Doch, du hast 8. Guck mal. Ah ja. Ich habe jetzt Lust, irgendeine Sendung mit Seifenblasen zu machen. So Bubble Beans. Das große, wer kann die größte Seifenblase? Oder vielleicht könnte man auch versuchen. Was kann man versuchen, mit Seifenblasen alles machen? Versuchen, wie bei vielen Spielen oder wie das hier ja auch ist, dass man versucht, Blasen zu machen und dann Gegenstände darin einzuschließen. Oh, wow. Meinst du, das geht? Nein. Aber man könnte ja einfach wie so eine Art Eiskunstlauf, aber dass man... um links... Achso, Nahinteresse geht also, nicht hin? Nee, das derailt ja nur. Achso. Jeder muss sich eine Seifenblasenchoreografie überlegen. Ja. Und dann stimmt der Chap-Art, wer am besten war. Ja. Aber dann mit diesen, wo man Schloss. Mit zwei Stäben... Und dann ist eine Blase in der Blase drin. Ja. Hey, diese tolle Aussicht kommt ganz allein mir. Finde ich gut. Finde ich gut, den Ansatz, Anton. Finde ich gut. Ach, da ist dann... Ach, ich dachte, wir sind... Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Das wird weggesammt jetzt. Das wird weggesammt. Wölkchengebirge, da sollten wir nämlich hin. Ja. Am Gipfel finden wir da was. Achtung, rutschig. Ja. Oh nein. Ey, erst die unter Wasser, dann die Eislevel. Das kann doch... Aber der hat, hier. Das ist eine Raupe und der hat 4 Arme und 2 Beine. Also, ich finde es spannend, dass es so aufgeteilt wurde und nicht 4 Beine und 2 Arme. Hier gehen wir wieder nicht rein. Ich finde, mehr Arme als Beine ist gewagt. Aber das ist praktisch. Aber das ist nice. Ich glaube, du musst dich entscheiden, ob du Beine oder Arme daraus machst. Ja, ja genau. Der hat nur bei dem einen, das ist alles das Gleiche, aber bei einem hat er Schuhe. Da drunter ist es ja. 2 Beine. Ach, du, ja, du meinst, Abudi, du meinst, der muss selber entscheiden, wo er sich Handschuhe und wo er sich Schuhe anzieht. Ja. Ah. Okay, aber nimmt man dann nicht einfach 6 Beine und ist ganz schnell? Ja, ich glaube, du kannst es nach aber dann kannst du ja nichts greifen. Unterschiedlich machen. Du kannst immer sehr gut. Sagen, ey, ich glaube, ich muss heute richtig weit laufen. Ja. Das ist so General Grievous-esque. Kommst du beim Armdrückwettbewerb nicht weit. Das stimmt, ja. Habt ihr gesehen, wie ich hier lang geflitzt bin? Oh Mann. Wohingegen, wenn der mal applaudieren muss, schwicht halt mega. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, aber. Oh, das hier. Oh, okay. Das ist was für dich. 4 sehe ich mich. Ich fange jetzt an. Schwierigkeit 4? Nein, nein, nein. Komm, wir machen erstmal Rutschpad. Oh, ja. Im Platztertal. Ja. Mal gucken, ob die Platz da für mich machen. Aber da brauchen wir jetzt ja keinen Delfin. Nee. Was braucht man da? Wollen wir da Reitschirm mit? Ja. Ach, die, ach so, der Spezialangriff ist auf. Oh, das wird noch auf Partie. Oh, das hasse ich. Nee, das wird toll. Dann hast du die Meinung sehr schnell. Ich geh mit dem Flow. Hey! Das ist ein richtiger Audi, Mann. Das ist so ein richtiger Frost-Vitus. So. Irgendwie, der haut die Eisteile rum und leckt da irgendwelche Stangen ab. Geil. Ja, die Geschichte habe ich jetzt gar nicht so richtig mitgeschnitten. Aber die Details, die ich so halb rausfällt, dann konnte das... Oh, schade. Oh. Aber du warst auch so ein Schneeballtyp, oder? Ey, voll. So bei erster Gelegenheit Schneeball auf dem Schneeball. Ich habe bestimmt 2 oder 3 Verweise nur wegen Schneeball. Geil. Ja, noch jemand? Aber das war so wert. Ja, auf jeden Fall. So wert. Schneeball, das war verboten? Ja, ja klar. Sonst gab es Tadel dafür, wenn du Schneebälle geworfen hast. Tadel? Ja. Hä? Kennst du nicht den Namen? Scheiße. Ich habe halt Verweis gehabt. Ja, das glaube ich, das Äquivalent. Ich glaube, es ist eins drunter. Oder NRW. Das ist Tadel. Meinst du? Tadel gab es bei mir nicht. Bei uns war. Die große RBTV-Schneeballschlacht wäre auch geil. Es gibt halt leider keinen Schnee wahrscheinlich, aber. Ja. Aber hier, oh, ich hier auch gibt's doch so eine Halle. Gerne. Nein, danke. Ich hätte gerne ein Getränk. Ja, Holy hier. Holy gibt's. Leckere nee, Holy Getränke. Nicht. Ein leckeres danke. Getränk. Leckere Holy. Aber, Vitus, wärst du eher Wasserschlacht oder Schneeballschlacht? Definitiv Schneeballschlacht. Schneeballschlacht? Nee, Wasserschlacht. Wasserschlacht. Nein. Wasserschlacht. Okay, nee, aber Schneeballschlacht. Pass mal, ich glaube, ich wäre auch bei Schneeballschlacht. Du spritzt dir 10 Wasser ins Gesicht und dann ist es nicht mehr lustig. Ich finde Schneeballschlacht geil, weil du kannst dir dann so eine Burg bauen und ja, sitzt da drin. Und bei Wasser, du kannst dir aus Wasser keine Burg bauen. Ja, das stimmt. Und du kannst vielleicht eine Wasserpistole, toll, aber... Aber es gibt Wasserburgen. Das stimmt. Was sind deine Argumente für Wasserschlacht? Du hattest wahrscheinlich auch eine richtig geile Super Soaker damals als einziges Kind und hast einfach alle weggemäht. Guck mal, da geht einfach. Aber doch irgendwas da unten. Ja, ist ja gut. Grazie.
Ist ja gut, ist ja gut. Dankeschön. Mal erstmal den platt, dann kann da gleich der. Gut. Gut. Ja, ne? Es ist kein Satzzeichen. Es könnte auch so ein gut sein. Oder so ein ja. Gut. Muss man schauen. So, jetzt habe ich dieses Problem. Aber hier gibt es ja eh nichts zu holen. Aber ist es nicht. Kann man da nicht runterbrechen? Da muss was gehen, ich glaube auch. Vielleicht, wenn du den Elefant hast, kannst du durch dieses Eis durchbrechen. Kannst du mal. Ich muss irgendwo einen Elefanten. Nee, das soll nicht. Verstärker geben. Vitus, gönnst du dir schon mal einen Holy? Safe, komm. Gönnst du dir schon mal einen Holy? Ja. Doch nicht safe. Aber noch ohne alles. Energy. Okay, ja. Das ist jetzt, glaube ich, Erdbeer-Rhabarber. Ich finde, das ist so der Punkt des Tages, wo man merkt, okay, jetzt geht's über von Holy Eistee zu Holy Energy. Genau, und es gibt immer einen Punkt. Genau, wo man merkt, okay, jetzt wird's intensiv. Um heute noch bis 5 Uhr zu zocken, brauche ich Energy. Nein, Sam, mit dir bin ich nie unzufrieden. Ich schon. Ja, das weiß ich. Ja, ich habe auch eine Liste an Verbesserungsvorschlägen. Ja, komm, dann haut mal jetzt raus, dann nehmen wir das jetzt heute hier mal schön on-air auseinander. Was stört euch an mir? Was? Ihr seid doch mal ehrlich. Mögt ihr mich überhaupt? Ah ja. Aber ich das wäre Punkt 1 bis 4 gewesen. Da kannst du bestimmt, geh nochmal drauf. Ich trau mich das hier halt nicht. Aber du kannst mir den Eis zeigen. Nee, jetzt hör auf. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, willst du mich verarschen dann schon? Sag jetzt nie wieder was. Ganz schön salty hier ist das. Ihr solltet euch mal... Egal von wem, ich krieg nur Prügel. Das ist aber eine Herausforderung. Wie geht's dir das jetzt? Ja. Ja, safe. Nee, das freu mich, glaube ich, nicht. Ich guck erstmal, was da drüben abgeht. Oh Mann. Vielleicht brauchst du den Seifenblasenmeister. Ja. Soll ich das versuchen? Den Seifenblasenmeister. Was ist die Idee? Dann fliegst du ja danach runter, oder? Selbst wenn du es kriegst. Nee. Ja, oder du akzeptierst halt einen Schaden und springst wieder hoch dann aus den Stadt. Ich möchte kurz festhalten, das ist ein Vorschlag ohne Großperspektive und dem wird ausprobiert. Bravo. Und meiner nicht. Sehr gut. Naja, ich war halt gerade kurz davor zu sterben, weil ich nochmal umgedreht bin und da die ganze Zeit die Blöcke kamen. Hier habe ich ja jetzt Zeit. Nee, ist abgespeichert. Ich fange jetzt auch meine Liste an, so wie die beiden anderen. Ja. Ich fühle mich gemobbt. Dann machen wir eine Intervention. Aber wie kommen wir denn jetzt da... Ah, nee. Aber stirbt man auf den Stacheln oder verliert man nur einen? Ja, wie kommt man denn da jetzt hin? Das ist ja auch nicht. Wahrscheinlich, wenn du. Kannst du unten mit richtig viel Anlauf? Genau, viel Anlauf? Was Florentin sagt. Ja. Der Mann hat Physik studiert. Ja. Nee, dann muss ich ja mit dem. Du musst da echt an der letzten Ecke abspringen. Aber dann mit dem hier? Ich würde den Hutschweber machen. Und den Hutschweber? Ganz weit springen genau, und dann Hutschweber. Walter Hutschweber. Schade. Aber mit Stil. Mit Stil in Abgrund. Mit einer schönen Pirouette. Na gut. Da geht weiter. Vitus ist wieder dran. Aber das wird nichts, Leute. Das sei euch. Wir sind bei 11. Warum machen wir denn Minus in den Leben eigentlich? Weil wir genug Münzen einsammeln, dass wir wieder aufpowern. Und wir haben eine Welt geschafft. Das ja, ist, also ja. Ich finde auch. Viel mehr ist in der ersten Aufnahme passiert. Ja. Das war keine Vorausplanung einfach. Ich fand es war gut. Wir fangen wir von neu an. Oder holen Matthias. Eins von beiden. Ah, auf dem Ding surfen ist natürlich geil. Ja! Ah. Oh, oh, yeah. Ich hab's verkackt, ne? Ich hab's und verkackt. Sie lacht über dich! Oh Mann! Ey, komm! Es war doch gar nicht so schlecht jetzt! Mehr Kissen. Das war auf jeden Fall... Es war ein guter Ansatz. Aber du ey, komm jetzt! Das war gut! Ach, du kannst boah, das nochmal machen. Du kannst das theoretisch. Der macht diese Eisblöcke ja immer und immer wieder. Das heißt, du kannst auch zurück und dir einen neuen Versuch gönnen. Aber natürlich am besten nicht von dem Block zermalmt werden. Das hilft. Guck, jetzt macht er nämlich wieder den Bumsi da. Dann musst du jetzt nur drauf kommen. Stehen. Nein. Schimlam. Springen. Ja. Oh, ja, okay. Aha. Ja, aber wir gehen erstmal weiter, oder? Aber du warst. Nee, der ist doch kurz davor. Vitus ein bisschen. Ja. Jetzt wissen wir, was passiert. Wir dürfen nicht immer so niedrige Ansprüche an Vitus haben. Wir müssen ihn fördern. Ja, du hast recht.
Ja, Leute. Eine Eiswürfelmaschine, wäre das? Der macht mich zu nervös. Du machst das. Ich vertraue. Ich glaube, Anselm vertraut nicht. Ich glaube an dich, Herr Vitus. Komm, du kannst jetzt nicht aufgeben. Geh jetzt weiter! Lass dich nicht verunsichern von Matthias im Chat. Niemand kann das erkennen. Es gibt nur eine Richtung. Es gibt nur einen Matthias. Das stimmt. Okay, das war so unwahrscheinlich, das war wirklich Kunst. Vitus, 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 Vitus. Ja, die Mütze ist es schon, ne? Fördern ohne zu überfordern. Ja. Schön, Chat. Okay. Was ist das eigentlich? Emotes? Das sind Emotes, ne? Man hat. Wir sagt Marc. Wir ist auch keine Hilfe gerade. So, da drauf. Ja. Kannst auch einfach stehen bleiben. Ja. So, jetzt. Aber einfach nicht springen, nicht bewegen, nichts tun. Aber gleich musst du einmal springen. Jetzt Hüppi. Stark. Und. Ja! So nämlich. Hey. Fantastisch, sehr schön gemacht. Das ist wirklich stark gewesen. Einfach. Aber das ist auch unser Verdienst. Ja. Wir haben ihn motiviert, ja. Wir haben ihn aufgebaut. Euer Verdienst. Ja. Unser Glaube ist der stärkste, wirklich. Ja. Damit können wir alles. Achtung! Pass auf! Den Kappels! Wie schaffe ich das? Ich muss im richtigen Moment auf diesen Block, oder? Ja. Ja, aber das, ich glaube, die respawnen jetzt nicht. Ja, ich guck erstmal. Ich muss einfach wieder hin. Nee, das war's. Du müsstest dich jetzt schon. Müsstest das Level sehr gründlich resetten, um es mal nett zu formulieren. Warum lässt du das denn liegen alles? So? Damit könntest du jetzt drüber versuchen. Anlauf und dann den. Anlauf, Rennen mit Y und dann mit der Schultertaste. Das ist richtig. Ja, aber müsstest bei der ersten auf der höheren Ebene abspringen. Nee, hier nicht. Ich glaube, hier ist zu wenig Anlauf. Ich muss wieder rüber, sag ich. Ja. So von, ne? Ja. Ja, aber du musst von der Stufe quasi abspringen. Von Stufe 2. Ja. Okay. Mit Anlauf, ja? Anlauf. Stufe 2 und höher. Aber? So macht Videospielen Spaß. Wir haben acht Leute reden auf ein, was man machen soll. Und jetzt aber. Ein Traum. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, Leute. Hey, du hast so schnell alles geschafft hast. Ja, wirklich. Du musst an dich glauben, Vitus. Wir glauben auch an dich. Ja. Nee. Die vor der zweiten Stufe. War es jetzt zu spät? Oder war ja. Nee, du siehst an Mario, wann du wirklich sprintest. So. Der sieht dann da jetzt. Ja! Yeah! Oh Gott. Leute, das wird ein ganz, ganz langer Abend. Das ist schon klar. Wir kommen hier nie wieder raus. Nie wieder. Ey, du hast es doch fast. Du hast es doch fast. Komm. Ja, du hast es fast. Acht Versuche hast du noch. Ich finde auch gut, dass die Regel ist, jeder von uns spielt, bis er stirbt. Außer Vitus, der spielt achtmal, wenn er stirbt. Das bedarf uns Marios Leben bedeuten uns nichts. Nein. Da drauf stehen bleiben. Ja, schon mal. Jetzt. Ja, du bitte. Nee, oh, warte. Das muss er jetzt wirklich nochmal. Ja. Du musst. Ach so. Oh, da schön, schön. Da geht. Oh, der Aber ich muss mal positiv sagen, du findest immer wieder neue kreative Ideen zu sterben. Das ist doch auch eine das Fähigkeit. Ist auch was. Ich finde Mario eben neu. Genau. Also, das ist wirklich, ja. Einfach mal draufstehen. Einfach mal hinstellen. Ja, ja. Ja. Aber mach dir das mal nach. So oft und so dumm zu sterben wie ich. Sehr gut. Achtung, Ringwind. Ja. 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 Aber wir brauchen den eh nicht mehr. Also. Genau so, super. Moment, war der schon eingesammelt? Ja, aber ich dachte, die Müll. Ja, egal. So. Aber die Münze habe ich doch schon eingesammelt. Ja. Ja, das sind ja noch Goldmünzen. Aber gut, das Gold. Aber die Goldmünzen bin ich sind noch Gold ist ein so schwankender Kurs, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das lohnt sich. So, jetzt aber hier gleich mal. Achtung, jetzt kicken die dich wieder kaputt. Jetzt steht ihr nochmal hoch. Ja. Aber auf eine andere Art diesmal. Ja. Muss man schon sagen. Wir kriegen bestimmt so ein Achievement, so auf jede erdenkliche Weise gestorben einfach. Noch nie ist jemand so oft in einem Super Mario Spiel gestorben. Ey Leute, ich hab Angst. Ich sag's ganz ehrlich, ich hab Angst. Ja. Nein. Okay, Achtung, jetzt kommt er wieder in deine Richtung gerade. Oh, yes! So nämlich. Das ist die Rate. Das wollte ich natürlich. Yes. Alles für ein lächerliches Gut. Aber kann ich jetzt einfach weitergehen? Ja. Ja, ja. Ja, ja.
Also, das hätte ich doch gar nicht machen müssen. Ja, aber dafür machen wir es doch für die Liedernen. Das aber sind warum, die Piranhas oder mal die Festung was bringen uns die? Was bringen die uns denn? Viele gute Dinge. Dass viele du das gute künftig Dinge. Kannst, bringt es. Oh. Der kickt den jetzt. Achtung. Scheiße. Komm, yes! Wow! So eine. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nice. Habt ihr das gesehen? Richtig gut. Wow! Ey Leute, ich kann mich direkt nach der Sendung einweisen, glaube ich. Das war so ein Move, da weiß ich jetzt gar nicht, ob uns die ganze Zeit gefreut. Nee, lass das! Nein! Hey, dran! Was hast du denn? Toll! Toll! Ey Leute, ich bin raus. Ich mag nicht mehr. Alles geschafft. Anton kriegt es den mit Schwierigkeitsgrad 4, ne? Oh. Das ist natürlich. Nee, es gibt doch, glaube ich, noch einen einfachen, den wir zwischenschieben können. Wie? Es gibt einen einfachen! Moment, aber das heißt, wir haben jetzt nicht beide bekommen. Nein. Da ist noch der NSC-Trip muss noch irgendwo versteckt sein. Nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Chat, machen wir das nochmal oder machen wir jetzt ein neues? Nee, du kannst dich auch für den 4er-Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, so viel Holy kann ich heute gar nicht trinken, dass Florentin ist. Negativ. Do it. Ja. Nochmal. Ja, klar. Okay, nochmal. Aber ich sehe da eine Sendung, Vitus. Ey, ich wollte mal alles abzeichnen. Ich spiele lieber Forza oder so. Was? Forza oder Forza. Das ist auch ein guter Name für das Format: Forza Vitus. Die passiert immer nichts, ne? Vorsicht, Vitus! Ja, das sind die beiden Iterationen. Ja, so heißt es, die Sendung. Vorsicht, Vitus! Oh. Was für ein Gemein. Bin unzufrieden damit. Also, ich hatte den Pilz. Ah, nein! Schau mal, ich bin weiter gekommen, ja? Also, hier. Hör doch mal auf jetzt. Mal ganz kurz ernst, wie viele Leben haben wir noch? 6? 7. 7. Ja. Ich sag, es wird auf 5 resettet. Dann holen wir Matthias. Jedenfalls. Game over, Homer, sofort Matthias. Wieso ist der eigentlich im Chat? Sieht er nicht, dass wir ihn brauchen? Der kommt auch gleich. Ja, ich weiß. Echt? Mach ich den hier noch? Nee, komm, den lasse ich jetzt weg. Ja. Bisschen Weihnachtsstimmung bei mir auf mit diesem Eispalast. Nee, ich sag's euch, wir haben bald November. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Ihr habt es zuerst gehört. Du meinst, Weihnachtsstimmung ist erlaubt ab jetzt, oder? Ja. Ja. Okay. Es gibt doch auch schon lange wieder Lebkuchen und so zu kaufen. Ja, das stimmt. Ich bin der Einzige, der es kauft. Ich bin. Nee, Andreas bin verantwortlich. Auch. Der hatte schon im September. Hatte der komm, schon okay, ich will die beiden da unten wirklich nicht stören. Die scheinen richtig Spaß. Nee, die haben richtig Spaß. Die haben wirklich Spaß. Die Frage ist, wo ist diese. Wo ist dieser Trip? Ja. Links. Meinst du, der ist links? Henkel hier, in der Mitte. Ein Henkel? Ja, links, in der Mitte. Noch links, da. Ah, okay. Ja, da ist ein Henkel. Was macht man mit dem? Ziehen. Und dann? Kommt wahrscheinlich die. Ja. Was muss ich drücken? Ja, einfach dran springen. Okay. Jetzt. Y. Ah. Nee, Y. Y. Ja, Y, okay. Steht sogar da. Ja. Halten. Halten? Ja, stark. Oh, das war's. Aber was bringt das denn? Da ist er, der 10er. Ist das so wichtig? Bisschen Underwear. Und jetzt ist er weg! Das war die Chance! Ey, ich war noch so gefrustet. Ich dachte wirklich, das wäre jetzt richtig was Geiles. Was Geiles. Ja, genau, da könnte es sein, aber da war ja nicht. Gebt uns doch einen Stern. Einen Stern und dann kommen wir auch durchs Level. Nee, das ist doch Quatsch. Du kannst auch gleich Mopsy nehmen. Ja! Ey, warum nehmen wir nicht Mopsy? Das ist smart, Anton. Ja, ja. Nee, ohne Scheiß, Alter. Aber du hast ihn gekriegt, oder? Boah, ich bin so enttäuscht. Super. Was erwartet ihr denn? Mehr. Mehr. Einfach mehr. Oh, das war fatal. Jesus, okay. Du schaffst es. Ach, bitte. Schultertaste? Ja, ja rechte Taste, rechts. Dann kannst du noch mal so ein Drehdings. Ja. Ja, oh, bitte. Mario ist nicht. Nee, ich bin schon schuld. Ja, also, so hab ich's auch. Ach, Alter! Ja, das ist nicht leicht. Nee. Pixel-Hunting hier.
Ist das dein Videospielblog oder was? Pixelanz. Ich will dich! Kannst du auch früher aufstehen? Ja, nein! Oh, ich bin so. Geh doch nach rechts und steig früher auf und fahr dann. Ja, dann fällst du mir auf den Kopf! Du versuchst gerade in den fahrenden Bus einzusteigen, Anton. Was ist da los? Das geht auch leichter. Ich werde wahnsinnig. Gibt's hier das als Ladebildschirm haben? Bitte, bitte, Anton. Ich sag euch mal was. Ich erzähl euch mal jetzt eine Story. Jetzt seid mir. Ich hab für ein Format mit Matthias Mario gespielt. Ja. Ich glaube, der kam gar nicht mehr aus dem Lachen raus. Das war aber kein. Anton, darf ich? Ich sag mal. Yes! Nein! Anton! Ist nicht dein Ernst, wie machst du beim ersten Mal? Wow. No! Oh, Mann. Oh, no. Hey, immerhin. Aber mein Gott. Es wird dir alles weggenommen im Leben. Kannst du den nicht zerstören und durch die Röhre gehen? Nee, wie soll ich den zerstören? Mit einem runden Springen runterdrücken, der ganz klassische Röhresprung. Ja, genau. Nein, das habe ich doch letztens. Nochmal. Die brauchen immer zwei. Ah. Guck mal. Oh, da musst du doch nochmal zurück. Da war noch so ein Klotz. Oh, ich will gar nicht wissen, was wir Achtung, brauchen. Ja, schade. Kommt da nochmal was? Oder war das nur die einzige Chance? Ja, gut. Ja, gut. War das meine Musik? Ei. Ah. Nee. Wieso kann ich nicht? Ich glaub, du musst hoch. Ich glaube, da kommst du von der anderen Seite rein. Na, Judy. Mein Gott. Und jetzt runter, oder? Kannst du nicht hier runterspringen? Das müsste ja eigentlich die Location sein, oder nicht? Ich glaube schon. Oh, wollt ihr das wirklich tun? Ja, das hast du doch. Es ist dann auch meine Schuld. Okay. Eins einfach. Zack. Fantastisch. Siehst du, Gregor sagt, sehr gut gemacht. Und was heißt jetzt das rechts oben, wenn man alle drei Zehner hat? Dann kriegt man noch eine extra. Ne, weil rechts waren drei Zehner eingeblendet, von denen wir jetzt schon zwei haben. Achtung, jetzt ist der Vitus tödlich Bereich. Der Vitus knackt. Ja. Da. Ah, das ist der erste. Okay, den haben wir schon. Das heißt, uns fehlt noch ein Zehner. Puh. Sarahs Scharfsinn kann hier tatsächlich richtig liegen. Ja, ich befürchte, es gibt. Ja, es gab am Levelanfang noch so einen Eisblock über einem Rohr, den wir nicht zerstört haben. Das ist aber auch fies. Ja, siehst du mal. Das ist gemein. Hä? Ja, dann ist das da auf Reserve. Ah, hattest du gespeichert, okay. Ich mag, wie wir hier zusammenarbeiten. Ja. Jeder weiß eine Sache über dich. Wir legen es alles zusammen. Jeder hat ein bisschen. Außer Anton und ich, wir wissen gar nichts. Oh. Ihr seid Neger. Aber kann ich den jetzt auch mit öfter? Ja, klar. Ja. Immer alles zweimal. Und da ist er. Yes! Oh. Okay. Oh, das habe ich eben auch einfach nicht gewusst. Oh boy. Oh, der Riesenschneeball. Der Riesenschneeball. Weiß nicht, bin kein Fan. Bleib dran, einfach dranbleiben. Oh. Ja. Ach geil, das ist der ganze Level nochmal zusammengewalzt. Ja! Ne, jetzt geht's nämlich weiter. Und dann kriegst du gleich die. Das hatten die Jungs vorhin ja auch schon. Das wird aber eine spannende Kiste hier. Oh! Oh! Nee! Das ist ja wichtig. Hauptsache du lebst. Hauptsache du lebst. Alter. Ich bin unterwegs! Da ist er! Ja! 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 Stark, schön gemacht. Nice. Sehr gut. Super Rennen. Danke. Ach, scheiß drauf. Ausgezeichnet. Oh, du hast dein Bestes Anton gegeben. Wir haben dich trotzdem lieb. Hey, Anton. Ich war. Tröste dich das nicht, dass ich genauso kacke bin. Weißt du, was mir noch immer im Ohr schwingt?
Und du hast Blasphemous 2 durchgespielt? Das ist immer noch hier drin. Ich hab immer 2 gesagt, aber gut, dass du dich dran erinnerst. Verschnaufpause, Platz. Ich werde davon träumen, Gregor. Oh, Mann. Das haben wir jetzt freigeschaltet, weil wir den abgeschlossen haben, glaube ich. Ja, scheinbar. Das ist ein Geheimlevel. Das ist lieb. Das persönlich. Das ist eine Verschnaufpause. Also ich mache hier gar nichts. Ich zeig das an, dass ich nicht in allem talentiert sein kann. Das ist schon mein Leben lang so. Ich will verschnaufen. Oh. Willst du mich komplett verarschen, du Arschloch? Das ist ja gemein. Ich muss den Icing the Kicker quasi. Halt in dem Fall mit Feuer. Das könnte man auch so formulieren. Ja, stark. Und oh. Ui. Das war eine Verschnaufpause, das war's mit. Ja, für dich war das absolut leichter nachmittags. Gut. Ey, wir kriegen richtig viele von diesen Samen. Ja. Das geht zu Recht. Gut voran. Machen wir das. Schwierigkeit 1. Ja. Anton? Ja. Und du hast Blasphemous. Weil da bist du natürlich. Wird ein Running. Danke, X-Ray. Danke, Chat. Da gehen wir noch nicht hin. Klimmsprung 2, Schwierigkeit gerade. Mach mal den Vierer da. Komm, nimm doch mal den Vierer. Komm, wir machen noch kurz. Ich will noch kurz Verschnaufpause. Wir machen noch kurz den hier. 1000 Schlängel am tiefen Schnee. Das klingt doch fantastisch. Klingt. Ey. Ach du Scheiße. Man muss nicht immer gut spielen, es reicht auch, wenn man. Ich bin. Na, endlich! Nein, und tschüss. Es war ganz kurz. Es war eine schöne Zeit mit ihm. Ja, das wollte ich haben die ganze Zeit. Das ist geil. Warum kann man nicht machen? Mach alles platt! Ja, ich weiß eigentlich, wo ich. Oh, ist das geil! Und Elephant. Da, Tomatofan ist wieder da. Eine Eule? Fällt die runter? Ah. Es gibt Elefant, Olifant und Tomatofant. Ja. Vor allem Eulen schlafen doch gar nicht falsch rum. Das müssen doch Fledermäuse sein, oder? Fledermaus-Eulen. Das ist eine Kreuzung. Eine Fläule. Hallo, geh bitte von mir weg. Jetzt hat er den gespeichert links oben. Jetzt kann sie nochmal, wenn sie will. Elefant. Oh, der Absurditätsknopf. Nee, ich glaube, du musst erst aktivieren, dass da einer losfliegt, ne? Ach so. Da ist er. Ja. Jetzt fliegt er. Und ja. Dann machen wir das? Ja. Du sicher. Ist ja aber klar. Sicher. Naja, ich dachte eigentlich, das wäre hier eine. Ja, du hast vielleicht. Er wird mich begraben. Ja, ich sehe es. To be honest. Scheiße. Was passiert, wenn ein Elefant in der Schneeregion ist? Ja. Dann wird er zum Mammut, meinst du, oder was? Nee, ich bin mir nicht sicher, das sind ja sehr mit große den Tiere. Die Alpen? Ja. Hannibal. Da sind auch viele erfroren. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie viel Pflege bedürfen die denn? Oh, guck mal da. Weil die sind ja eigentlich aufgrund ihrer Körperproportion auf Abgabe von Wärme ausgelegt. Ja, aber du kannst dir nur so einen Mantel anziehen, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, aber es ist ja so. Deine Mutter ist aufgrund. Hallo. Jetzt reicht's. Also die Musik ist herrlich. Das ist ein richtig schönes Schneegestöber. Die Frage aus dem Chat: Wieso spielt ihr das nicht im Vierer-Koop? Hast du Vitus und mich schon spielen sehen, MB? Ja, habt ihr gesehen, wie Anton und ich spielen? Wenn nicht, seid froh. So, und dann gibt es als Belohnung den anderen. Stark. Excellent. War das Level 4? Ich hab's nicht gesehen. Nee. Hä? Killer war das. Nee, das war das erste. Du hast es ganz einfach aussehen lassen. Das war ja auch nur ein. Ey, first try, beide. Fuck es an. Wir irritieren hier nur. Stark. 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Also, das sind 1000 Schlängler anscheinend, die Dinger, Punkte auffressen. Ja. Ich glaube, Elefanten sind mega gut in der Schneeballschlacht. Oh. Die können so. Können wahrscheinlich sogar mehrere aufladen. Ja. Oh, und dann können die so raus. Krass. Oh, ja. Das ist eine alles mögliche Fallsfrage. Welches Tier ist am besten in der Schneeballschlacht? Man denkt erstmal irgendwie Eisbär, aber nein. Nee, der hat doch viel zu kurz. Wie will der denn Kugel machen?
Na, hallo. Hi. Ja, ja. Ihr hört die Wand, dass so gerade. Ja, der Känguru kann das so erstmal einsammeln und Beute. Ja, aber dann sammeln und dann ganz schnell. Das schmilzt da drin. Das schmilzt da drin. Ja. Ja, wen möchtest du als Teamkollegen in der Schneeballschlacht haben? Ja. Welches Tier? Die Frage ist auch, wie man seine eigenen Talente bewertet. Grizzlybär? Was willst du denn mit einem Grizzlybär? Ja, aber der ist eine Schneeballschlacht. Da darf man nicht töten. Das entscheidet jede Schlacht, das stimmt oh, schon. Oh, ich hasse Wandsprünge, mein Gott. Geht's da hoch? Check ich nicht. Brauchst du das andere Perk? Hast du das? Deswegen. Na gut, dann habe ich das nicht gesagt. Hä? Du kannst, glaube ich, mit dem Perk von dem Level nochmal, ja genau, rechts an der Wand nochmal eins höher und dann nach links. Ja. Ja. Aber du setzt tiefer an und machst drei Sprünge. Ja. Genau, und jetzt nochmal. Bam! Groß. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Ja. Leute, ein bisschen mehr Positivität. Der Couch da drüben, das ist ja furchtbar. Ja, Rolljump ist die Königsdisziplin von wirklich. Jedem Jump and Run, das weiß jeder. Du machst das voll gut. Wie mache ich denn jetzt rechts, am besten? Glaube ich. Ja. Ganz rechts. Oh, stark. Ja, danke. Das brauchen wir. Wenn es nur mit ironischem Unterton geht, nehmen wir es trotzdem. Kannst auf, ich glaube, du kannst rechts auf das Ding drauf. Also rechts dagegen und dann auf die grüne rechts. Drauf. Und dann. Also, da so wie du es eben gemacht hast und dann aber auf dem Ding oben drauf landen. Bisschen höher. So wie du es hier auch gemacht hast quasi. Ah. Und das jetzt bei dem rechts. Ja. Oh, so dämlich. Du machst das gut. Nee. Das macht mich noch. Das kann ich auch nicht, Leute. Ignorier Ede. Sehr Chat ist auf deiner Seite auf richtig jeden Fall. Richtig gut. Wie in Hollow Knight. Da, okay, Chat. Müssen wir diesen. Ach, ich sag dir mal nichts. Gut, gut. Das ist wirklich. So. Machst du eigentlich auch Mitarbeitergespräche? Ausdrücken nicht mehr. Durchatmen, konzentrieren, ja. Stark. Mhm. Oh, hallo Raider. Und wer jetzt? Kommt denn rein? Ah, okay. Wer kommt rein in den Raid? Wer kommt hier rein? Nee, wie macht man das denn jetzt? Vielleicht Wirt, weil er sich endlich mal auf den Weg hierher macht? Das wäre cool. Aha. Okay. Sehr gut. Ach so, da so rum geht's weiter. Okay. Ja, sehr gut. Nee. Wirt ist aber schon lange her. Guck, also, Wirt hat vorhin schon geradet. Wirt ist schon lange hier. Nee, ich kann ihn nicht sehen. Scheiße. Oh, das ist ja nur abfucknervige Piss-Scheiße, Alter. Und Spiel. Warum bist du nochmal aus dem Nintendo Development Team rausgeflogen? Du solltest Spieleredakteurin werden. Die ganze Welt so 91, must play. Das ist scheiße. Der nächste GameTuber-Eintrag. Steht auch unten Super Mario Wonder. Was für eine bekackte Piss-Scheiße hier. Aber wie soll das gehen? Also man... Ja, 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 ja. Nein. Wow. Wow. Ja, aber wie komme ich denn jetzt auf den Eumel da drauf? Mann, Eumel! Eumel! Oh nee! Oh Gott. Oh. Ey, ich könnte das noch weniger, ne? Oh, ja. Ja, ach was. Oh. Nichts gegen dich, aber nee. Wir haben es ja gerade gesehen. Ja. Aber es gibt bestimmt noch welche. Das ist die Überheblichkeit. Es tut mir leid. Nein. Oh Mann, das tut mir so leid. Oh. Ich bin gelassen. Ey, die kam doch vor dem Fall. Ach was. Oh, oh. Jetzt geht's besser. Scheiße. Aber, sag doch mal. Aber die Pfeile an der Seite sind auch sehr verwirrend, das muss man sagen. Ja, stimmt. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, aber wieso springst du dann nach da? Du kannst auf der Schultertaste noch mal so ein extra. Ja, stimmt. Ach, gut. Durchatmen. Hätte ich sonst nicht gewusst. Danke für diese Info. Ich weiß nicht, ob man Ede überhaupt hört. Nee, ich glaube nicht. Soll ich dir die Keule geben? Nein!
Oh Mann. Das ist aber auch. Du musst auf die rechte Seite, glaube ich, ne? Wenn die sich drehen. Boah, ist das fies, ey. Boah, ist das echt gemein, ey. Das ist halt echt so eine. Boah. Eine von den schweren Aufgaben. Ja. Ja, das waren 4 Sterne. Ja, konzentrieren. Jetzt fällt die Blume auch noch an. Also, mir reicht's hier gleich. Das ist, wenn Ede gerade nichts sagt, dann frisst die Blume. So viel zum Thema nett durch die Blume sagen. Okay. Ja, das war fast gut. Gott sei Dank jetzt kein Time-Limit. Warum denken wir uns eigentlich jede Woche was aus? Das Gute ist, egal wie lange wir jetzt hier sind. Herzlich willkommen zu Let's Play Part 412. Wir verlieren hier kein Leben. Ach so, Mario. Wir werden hier nicht sterben. Oh, sehr gut. Verliert hier kein Zeit geschunden. Sam, du machst das super. Finde ich auch. Chat ja, motiviert dich mit, für 7-Jährige ist das kinderleicht. Danke, Ken. Danke, Ken, Sunik. Für 7-Jährige ist alles nicht. Auf dem Niveau sind wir eigentlich nicht. Da ist auch eine 1-11 dabei, das glaube ich ironisch. Oh. Ja, dich kenne ich doch. Ja komm, das muss hier mal jemand machen, der das... Also den kennst du nicht, kenne ich doch. Aus dem Chat. Ich glaube, das wird hier soll ich mal? Ja. Ja, ja. Also ich keine Ahnung, ob ich es hinkriege, aber... Jetzt first das ist natürlich try, jetzt schon. Ja, vielleicht irritiert dich das. Mit der Keule. Okay. Okay, das ist neu, der Versuch. Aha, gegen die andere Wand. Ja, okay. Oh Gott, ey. So weit war ich auch schon. Ja? Ja. Jetzt kommt eine Führung. Nee, die geht erstmal nach oben. Das kann ich nicht. Der Chat darf zugucken, aber nicht die Führung. Oh, Jesus, nee. Mhm. Ab da ist nämlich echt... Oh Gott. Die Pfeile zeigen in die falsche Richtung. Okay, wait. Nee, das ist Quatsch. Sarah, ich will dich nicht stressen, aber mein Arm wird langsam schwer. Ich sage auch nichts. Das ist gut, wenn die Führung hier reinkommt, wir sitzen alle Mucksmäuschen, starren einfach apathisch auf diesen Abgrund. Ja. Na? Es ist so nervig. Tut mir leid. Alles gut. Ich bin so amazed, wie gut ihr das könnt. Ja, ich glaube, da muss man dann rechts, aber ansonsten ist alles gut. Ja. 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 Yes, 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 yes. Oh mein Gott. Leicht. Gut, gut. Oh Gott. Ah, sehr schön. Großartig. 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 Dankeschön. Gib mir nicht das Pad. Gib es bitte nicht mir. Ey, oder? Wir haben wirklich nur die letzte Stufe gefehlt. Dafür, dass ich Wandsprung hasse, war ich von mir selber überrascht. Ja, ja, das war wirklich nur das letzte Ding. Jetzt kommt, ist es halt zwei. Teil 2. Was ist denn das für ein Riddler-Rätsel da? Dieses Abzeichen möchtest unbedingt. Möchtest du es verwenden? Klar. Moment, man hat sonst gar keinen Walljump? Rätsel der Versteckung. Doch, aber diesen extra noch mal eins höher gehen. Den ist ja, ist das frustrierend. Ich fühl's wirklich. Ich fühl's. Und dabei wollte ich doch nur etwas höher klettern. Wollte so gern, ach so, ja, gut, tschüss. Ja, sollen wir da rein oder erstmal? Ja, guck mal, guck mal. Rätsel. Auch ein Rätsel. Ja, jetzt Rätsel. Nicht rätseln jetzt. Noch bitte. Ich habe jetzt genug gerätselt bei dem. Ja, es reicht ja bei meinem Rätseln. Angriff der Spießerische. Na gut. Die sehen richtig jung aus. Spiel in meiner Nachbarschaft. Ui. Alles klar. Okay. Chillige, okay, die sind aggressiv. Das ist schon wieder stressig, ey. Ich hätte schon wieder eine Krise. Ich wäre schon zweimal gestorben. Jetzt schon. Aber ich finde gut, dass die wie die Deutschlandflagge aussehen. Ja, ich fand so einen Spießer einfach. Sie sind auf meinem Grundstück. Das ist nix. Nope. Wir haben 22:01 Walljump geübt. Ist das ein Pfeil, der rausgeschossen kommt? Wow, okay. Sehr gut. Ach so, sie spielt. Hallo. Hallo. Gut. Kann man den C reinhalten? Ja. Gut. So, der erste von drei. Was passiert? Ich
Der zeigt dir einfach nur an, wie viele es von denen gibt im Level. Ja, ne? Ja, erst nur zum Sicherheitsproblem. Aber ich glaube auch, dass er dir anzeigt, ob es im ersten, noch, ne? Oder im dritten Drittel. Ah, ja. Da? Ja. Es gibt pro Drittel, okay. Nein. Wahrscheinlich mit dem, Ja, mit dem anderen. Mit dem Dreher. Ach so, oder so. Damn. Nice. Ja? Oh, geil! Oh. Tschüss! Oh, jetzt sind wir im Wolken. Ja, ja, hallo! Ja, hallo! Oh, der wartet seit 19 Jahren. Ich habe mir irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt, aber gut. Oh, schade. Aber so, ist kein Trost. Ja. Naja, mein Und Gott. Und du gibst auf? Hä? Meinst du, man kann das nochmal machen? Glaube ich nicht. Du meinst, man hat nur einmal die Pusteblume. Okay, das ist aber... Lose yourself, you only get one shot. Nee, das wollen wir aber haben. Du kannst die Arschbombe selber machen, glaube ich. Das stimmt. Ach so. Oh, tschüss. Aber der hat's noch getroffen. Sonst hätte das auch mehr wehgetan. Das war okay. Ja, na gut. Ah ja. Oh. Oh! War das halbwegs geplant? Ja. Wirklich? Wow. Das ist schön. Nicht schlecht. Kaizo, geht das gesehen? Nein. Okay. Aber das Hausaufgabe für alle. So ein Format auf Rocket Beans. Ja, ja, das, ich kenne das. Schon, so ist es nicht. Oh, die einfach du die hast Flügel noch einen genommen, ne? Das ist ein Elefanten. Ach, stimmt. Ich habe noch einen Elefanten. Ein Elefant auf Reserve. Mit A. Können bald in den Garten gehen und das Matthias-Signal in den gehen Himmel richten. Ja, das ist länger dann. Ich wusste, dass ich das aussah, dass wir dafür Geld eingeplant haben und ausgegeben haben. Aber was für ein Schnauzbart bei dem, bei dem Elefanten. Wo ist er? Ich kann nicht mehr sehen. Boah. Also, warum wir rennen? Das ist so süß. Aber kann er auch so nach vorne krabbeln, wenn er so auf dem Boden ist? Okay. Haben Elefanten gar keine Haare? Doch. Nee, der hat ja nicht. Ich glaube, das ist eine haarige Angelegenheit. Ob man da unten irgendwie hin kann? Also ein Schnurrbart, ist schon, ich finde, das macht richtig was her bei so einem Elefanten. Der ist dann unter dem Rüssel, ja. Ja. Irgendjemand bei Nintendo musste sich überlegen, wo ist der Schnauzbart bei dem Elefanten eigentlich? Die wichtigen Fragen im Leben werden bei Nintendo geklärt. Oh. Das stimmt, der ist bald. Sehr gut. Wunderbar. Und der diese töterische ganze Zeit. Ja, das ist eine süße Maus. Hübschön. Na, scheiße. Weil der Rüssel. Nee, der Rüssel ist doch nicht der Mund von dem Elefant. Elefant. Das ist richtig. Kurz überlegt, ob das eigentlich der Mund ist. Ja, das ging aber ganz wieder. Der hat doch noch einen Mund. Er nimmt den Rüssel und stopft sich dann in den Mund. Stimmt, aber haben wir hier jetzt wieder den LSD-Trupp nicht bekommen, ne? Sollen wir nochmal? Das passiert uns öfter. Sollen wir nochmal oder erstmal weiter? Ich frag den Chat, aber ich kann dir sagen, was ich finde den immer gut, aber wie du meinst, du bist am Drücker. Du findest gut, nochmal zu machen? Ich finde den immer witzig, diesen Trip. Ach so. Ja. Na gut. Na gut, dann gehen wir weiter. Deine Meinung ist mir scheißegal. Ich hab nur angetäuscht. Das wird ja irgendwas mit Fliegen und Wind jetzt sein. Ne? Das ist, ich mag das immer. Windtempel ist immer der interessanteste. Aber wo könnte er sein? Mhm. Da müssen wir jetzt alle. Ich glaube, das hat was mit den gelben Röhren zu tun, oder? Weil da waren einige gelbe Röhren, die du einfach ignoriert hast. Aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, weil es waren so viele und die meisten haben nicht funktioniert. You know? Ja, das stimmt. Das ist was im Leben. Ja, nicht alle gelben Röhren funktionieren. Du wirst auch noch eine gelbe Röhre finden, die du benutzen kannst. Die hier nicht. Jedem Mario passt eine Röhre im Leben. Genau. Vielleicht muss ich da weiter hoch. Ups. Wo geht das hier hin gerade? Das ist die Frage. Das ist quasi Existenztheorie. Geh doch nicht einfach. Boah, das ist einfach. Spring doch einfach mal runter, oder? Ich spring nur einfach. Wir haben nur 9 Leben. Ja, aber das macht also man nicht. Ich hab das, ich mach das nicht. Ich sag das nicht einfach so, sondern es war ja schon zugebauert. Das Ach Loch. So. Das es ist war ja zugebauert, das stimmt. Zugebauert. Ja. Das stimmt. Soll ich wirklich? Ich weiß es nicht. Boah, das. Schade. Nicht aber Erwartung es war wirklich ein Gedanke fürs Team und nicht gegen's. Ja, ja. Ja, okay. Weil da eben auch dieser Vogel gerade noch die Mauer weggemacht hat. Dachte ich vielleicht. Ja.
Ich hätte es auch ausprobiert. Aber du hättest nicht so viele Leben vorher verloren wie ich. Das stimmt. 8 aktuell oder? Naja, aber es kann doch gleich mal wieder, wenn ich jetzt sterbe, darf mal wieder jemand anders. Lorenz. Ja. Ich sag das aus. Oder Sarah. Generell, ich glaube, ich ziehe mich länger zurück. Mhm. Ich glaube, uns braucht die Welt. Nein. Erstmal nicht mehr. Aber ja, ja. Links aber kam die Pustekuchen. Ne? Ja, ja. Vielleicht muss man die schaffen, um den. Ja, es war sehr lustig. Unterhaltsam. Ja, das schon. Aber. Also für weil einen selbst ist es schon ziemlich stressig. Also, nee. Du bist am Ende auf den Cooper und dann runtergefahren. Ich glaube, wir müssen erstmal noch ein bisschen weiter, also nur als um uns sowas nochmal zu erlauben. Naja. Darüber bin ich ja immer dankbar. Wir warten doch ein paar Stunden, Vitus, dann wird es sicherlich einfach. Ja, ja. Genau. Ja. Aber das ist, glaube ich, nur der Zehner, ne? Ich glaube, ja, das ist nur eine Zehnermünze. Das ist trotzdem nicht das, was wir im Endeffekt brauchen. Wir müssen all die Augen aufhalten. Wir brauchen jetzt alle Augen. Alle Augen. Alle Augen. Alle. Alle zwei. Macht die Augen auf. Wer kann der Chat ja auch helfen? Das ist auch komisch da unten mit dieser einen Mauer. Vielleicht muss der Shell da links gegen dieses eine Mauerstück, wisst ihr? Ja, ja, ja. Aber den jetzt noch zu pausieren, das, das ist schwer. Einmal draufspringen. Sam kann das. Ja, Sam kann das war. Stark. Erst draufhüpfen. Greifen. Kann man greifen aus? Und jetzt Y gedrückt halten, wenn du hinläufst. So. Komm ich nicht, ja. Den kannst du auch nehmen. Aber da. Y Stop. Gedrückt halten. Der Block. Die ganze Zeit y gedrückt und dann rangehen. Da der Block. Ja. Okay. Chatter. Yay! Ja. Aber jetzt loslassen! Oh. Ja, weil der war noch drin! Ja, der kommt nach einer Zeit wieder raus. Na gut. Na gut, hier. Das hab ich nie gehört, dass der das drin. Ich würde erstmal gerne. Gregor, noch mal wie sieht's eigentlich bei dir aus? Die möchtest du auch noch mal probieren? Ich glaube, die ist. Wollen wir Gregor mal probieren? Also, ich hätte gesagt, Gregor kommt auf jeden Fall mal. Ja, ich kann noch mal Pause machen. Ja, also. Ich glaube, wir haben auch jetzt erstmal. Hey, es war schön mit euch. Ja und nein. Und wirklich lustig. Nein, war ich. Was ist los? Die Elektromagnetisierung dieser Dinge hat nicht so ganz funktioniert. Ja, hier ist nix. Ganz klassisch vom Fernseher entlang laufen. Nein! Achso, okay. Mal gucken. So. Warte hier. Da ist Budis Bestrafungskissen. Ja. So. Kiste ist hier links, was? Wir suchen weiterhin dieses letzte. Ja. Teil, ne? So, Mario spielen wir. Yep, ist so. Irgendein. Oh, aber hier geht's hoch. Guck mal, hier geht's hoch. Geht's hoch. Ja. Stark. Da ist er doch, oder ist das der? Ja, ja. Das ist er. Der macht eben den. Etwas Wundermodus? Wie heißt das? Wie auch immer. Ja. Den Drogentrip macht er an. Aber da musst du. Boah, sehr gut. Was für eine Gattung? Nee, ist das so eine Mischung zwischen dem Tukan und dem Specht? Oder so? Das ist ein Spießbürger. Ja, vor allem. Ein deutscher Spießbürger. Rot-Schwarz-Gold. Wenn der weg ist, kommst du da jetzt über den Gel. Ja. Oder du musst wirklich auf den Vogel. Oder halt. Mit deinem. Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, jetzt kommt so ein Windst. Oh, jetzt geht's aufwärts! What the? Okay. Yes! Du läufst wie gut ist das denn? Alter Verwalter. Cool. Hallo. Uff. Oh, stark. Wo muss ich hin? Nicht. Nein! Fast. Nimm doch rein.
Aber dann tut's doch weh. Ach Gott, wirklich? Das ist jetzt mein Lebenswerk. Dieser Arm. Das wird. Macht schon mal meinen Wikipedia-Artikel auf, drückt auf Editieren und wählt schon mal fette Schrift aus. Oh, so bei der Font. Irgendwann sehe ich meine Kniescheibe so. Hast du bei der Schriftart irgendwelche Vorlieben? Ah, das ist schwierig. Hm. Comic Sans, ne? Rudi. Na? Und spielt ihr immer noch so schlecht wie gerade eben, oder? Ja. Ja? Das Problem, das Personal hat gewechselt, aber das geht jetzt nicht. Nein, das stimmt ja jetzt nicht. Das stimmt doch jetzt nicht. Ah, hier muss ich nicht nochmal. Jetzt schon. Nice. Wir haben schon die, den Drogentrip, der wurde schon aufgeschrieben. Sehr gut. Da oben, alter Florentin. Da oben ist er nämlich. Okay. Ja, ich wollte kurz noch mal ein bisschen kommentieren, was hier passiert. Wann kannst du diese Medaillen wechseln? Kannst du die auch im Level wechseln? Alter, das ist ja der krasseste Sprung aller Zeiten. Wenn du verloren hast, dann kannst du, glaube ich, wechseln beim Checkpoint, wenn ich mich nicht irre. Nein! Moment mal. Wenn ich stehe und den drücke, dann wirbelt er hoch, aber in der Luft wird es zum Gleiter. Nee, ja. Aber nur, wenn du ihn hältst. Du kannst ihn auch immer noch kurz benutzen, oder nicht? Ich glaube, es wird immer zum Gleiter. Nee. Jetzt, du hast es getauscht, so, ja, ne? Mit weil dem Abzeichen. In den klassischen Marios ist eigentlich im Sprung Schultertaste dieser Wirbler. In manchen. Sieht das aus wie ein klassisches Mario-Spiel? Nee, das ist ja, hier ist alles anders. Aha. Heute Abend wird alles anders. Oh, Top-Down, das ist ja nice. Ja. Da waren wir gerade schon einmal, da warst du noch draußen, das hast du. Hab ich verpasst, ja. Ich find's toll. Mhm. Uff. Boah. So viel Zeit haben wir nicht. Geh einfach rechts weiter. Ich glaube nach oben. Ah, nee, du musst ja da durch. Shit. Stimmt ja. Nicht nach oben? Warum komme ich denn hier nicht weiter? Rechts, rechts, rechts. Rückwärts. Oh, ja, ja, ja. Pass auf. Oh Gott. Du kannst quasi nur auf dem Dunkelblauen laufen. Okay, du hast es. Ah, oh, großartig. Kein Problem. Klasse, Problem. Gar kein Problem. Gut, damit beende ich meine Karriere als Super Mario Spieler mit diesem riesigen Erfolg. Denn besser wird es nicht mehr. Du musst das Level noch zu Ende machen. Ja, ja, ja. Irgendwo da ist doch jetzt unten irgendwas unten, oder? Naja, wenn er stecken geblieben ist. Aber ich würde es auch so. Möchtest du es wirklich raus? Der ist doch. Nein! Ah, ich bin so dumm! Nee, aber ich behalte den. Okay. Sarah, bitte, ich behalte den. Ich muss das nicht nochmal machen. Nein. Sarah, bitte. Wir können es ja gleich sehen, ob du den behältst. Ich meine, du behältst den. Nein, ernsthaft. Drück mal auf Start. Kann man es, glaube ich, sehen, ob du den hast. Guck mal, es sind beide. Alles gut. Okay, gut. Das weiß ich natürlich. Ich glaube, dann gilt's nicht. Du musst schon ans Ende einmal kommen. Nach Hause. Aber das kann man ja einmal fix machen, ne? Wie hat man das geschafft jemals? Wie haben unsere Vorfahren das jemals geschafft, sowas? Sauber. Gar kein Problem. Was machst du da jetzt? Oh. Oh. Kein Problem. Ja, das war dumm. Ich wollte dir austricksen. Hallo! Viet! Wo ist das Essen rein? Es gibt noch keins. Soi du. Der Chat hat geschrieben, Florentin, es wäre die Rache der Rotkehlchen. Falls sie das anstiftet, lass sie nicht gewinnen. Das stimmt. Das hört sich an wie ein ZDF-Fernsehfilm. Das ist ein ZDF-Fernsehfilm. Nein! Aber der hat hinten doch Federn. Was soll denn das sein? Der Schnabel ist vorne. Das waren sehr spitze Federn. Warum macht der Schaden von hinten? Was soll denn das denn? Ja. Nee, aber sorry, also die Grundlagen der Vogelanatomie hätte ich dann doch gerne repräsentiert gesehen in so einem Videogame hier.
das spielen Kinder. Achtung, ja, könnte sein. Nee, doch nicht. Du, ich habe die Passage oft genug gespielt. Ich weiß, wie das läuft. Ich dachte, von oben kommt die Schildkröte noch runter. Die machst du sonst immer platt. Nein, das macht die nicht. Schildkröte ist nett. Nie tun. Das macht die nie. Ich will dir nur Frustration ersparen. Oh, ist ja kein Problem. Einfach laufen gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Durch bist. Wirklich? Ja, ja, gib Gas. Meinst du wirklich einfach, ja, einfach durchrennen? Nicht stehen bleiben. Großartig. So, was ist hier Noria oben? Einfach ins Ziel. Ja. Komm. Ich hol mir die. Warte mal, ich hol mir die Blume. Die Blume kann nichts. Oh, er macht spannend. Ja, aber du kannst wieder mal den Punkt erholen. Er veredelt das Ganze. Und dreh nochmal. Ja, ja, so muss es doch sein. Damit gebe ich mein Get up. Kannst du gerne. Willst du? Ja. Und ich verabschiede mich für diesen heutigen Abend. Ich komme später nochmal wieder. Okay. Und dann gucke ich nochmal, wie viel Level ich noch abhaken muss. Aber ansonsten ist mich so. Kann ich wir begrüßen hier an der Stelle? Nee, nicht, da steht er. Darf ich spielen? Spiel! Ja, Booty! Komm, Booty! Du das Booty. Was machen wir denn? Das? Ja, dann darfst du aber noch ein Level machen. Das sieht so nach Special Level aus. Das will ich, was ist passiert? Jesus, ich dachte, das Ding wäre fester hier. Gott. Hast du mit deinem Hintern gerade den Sitz kaputt? Ich dachte, das wäre stabiler und dann. Ich hab da gerade ohne Probleme drauf gesessen. Ist das der Anfang von Dinner for Mon? Was hast du gewählt jetzt? Von Pfahl zu Pfahl? Ja. Ich glaube. Keine Ahnung, was es kann. Ah. Rockst du da jetzt einmal durch, oder was, Sarah? Weiß ich nicht. Oh, du kannst dranhängen. Wie bei Mario vs. Donkey Kong. Bis jetzt noch nicht so. Nice. Hier ist auf jeden Fall ein ganz anderer Zug drin auf einmal. Auch eine große Schweigsamkeit. Möchtest du das überhaupt angucken, Anton? Ich will was lernen. Aber ich weiß, es ist, könnte auch sein, dass es am Ende ist wie mathematische Formeln und ich verstehe einfach nicht, was passiert. Nein. Springen wir dann mit einer anderen Taste. Was ist das? Ich bin auch dabei. Ach so. Ja, also ich hatte, wir haben den Endboss gelegt, aber ich mache ja mach noch Bonus. Ich versuche das Perfect Ending noch freizuspielen. Oh. Ja. Ist immer Freitag 17 Uhr. Jeden Tag ist es 19. Es ist fast 19 Uhr. Ach so, oh. Ja, mach dann ein bisschen länger. Es ist 19 Uhr? Ja. Ja, ist halt. Ah ja. Nee! Janina! Yeah, ne? Hello! Hier da hinten, Sarah macht die Führung. Hallo! Wow! Autsch! Das kommt mir bekannt vor. Das sind zwei Spieler, das sind jetzt erfahrene Spiele. Ja, oder? Nee. Ein bisschen lame. Zu zwei, wir ja, man sieht zu wenig, ne? Zu viert ist unübersichtlich, ja. Zu zweit würde ich sagen. Das ist doch Maba. Wuhu! Ja, also. Verdammt. Was ist also dieses neue Marvel? Das ist Wonder. Also ich fand's hilarious vorhin. Oh, das ist ja geil. Ja, der Booty Battletoads. Naja. Das ist die Battletoads-Schlange, siehst du doch. Überhaupt nicht. Viel zu einfach. 100 Pro. Viel zu einfach. Ihr habt das jetzt durchgespielt? Ja, aber nicht zu zweit. Nicht zu zweit. Ja, bitte. Ja. Also wir haben es durchgespielt, aber nicht zu zweit. Noch nicht, ne? Ah, okay. Genau. Zu zweit ist echt lächerlich. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Da müsst ihr beide halt funktionieren. Genau. Ja. Aber wir haben das durchgespielt, ja. Gott, ey. Sauber! Super Sarah! Hast du runter? Ist wirklich noch eine Führung. Hey. Moin! Hallo! Hallo! Ich dachte, die Führung wäre schon längst vorbei, aber heute. Schön, dass ihr da seid. Jetzt werden wir gegen Du machst immer länger Klassen. Führung. Wie kommt das? Oh, okay. Stark.
Wo bleibt Walle? Schienenersatzverkehr. Ja. E-Freak. Walle hat. E-Freak ist da. E-Freak ist da. Und Xavis ist auch am Start. Hallo Xavis. Komm zu mir, E-Freak, oder wie? Ey, Harry Potter ist im Chat. Nein. Doch, der Harry Potter. Der eine? Ja. Nee, der Harry Potter. Kennst du auch den Harry? Nicht Harry. Harry. Der Bruder von Wookie. Ey, Schmollex. Mach mal ein Wookie-Geräusch. Mach mal. Gregor, komm, mach mal ein Wookie-Geräusch. Ich kann doch nur einen Stuhl machen, oder? Ey, mach mal ein Wookie-Geräusch. Cold Gas. Oh, das war gar nicht so schlecht. Das war ein Ede-Geräusch. Nee. Okay. Ich glaube, es müssen mehr so Geräusche. Au ja. Schwierigkeit 4. Alter. Ich war näher, ich glaube, ich war näher an einem Klicker als an einem Wookie. Ich glaube, das ist jetzt Schwierigkeit 6, oder? Wenn die so weitermachen. Ja. Ein Klicker sagt. Okay. Das perfekte Timing. Aha. Oh. Mhm. Jetzt müssen wir alle kurz leise sein. Ein Rhythmusspiel. Nein. Könnt ihr mal den Gregor in Ruhe lassen? Das ist schwer genug für ihn. Stark, stark. Ja, jetzt musstest du dich entscheiden. Stark. Boah! So schlecht einfach nur. Budi möchte. Tod ist tot. Mist, wirklich? Tod ist tot. Das sind jetzt neue Regeln. Ach so, nee, warte mal. Das ist neue Regeln. Hä? Wie jetzt? Hä, wir haben doch von Anfang an gesagt, wer stirbt oder ein Level schafft. Ja, haben wir gesagt. Fängst du jetzt wieder von vorne an? Ja, genau. Das war doch tot, oder nicht? Ja. Sieht so gequetscht aus. Ja. So, ne? Lass dir Zeit. Mario-Spiele muss man langsam spielen. Kann er doch nichts dafür. Es dauert auch ein bisschen, bis die verschwinden, die Plattformen, ne? Ja. Das wird dann schneller, oder? Ja. Ich bin nur hier, um euch alle in den Wahnsinn zu bringen. Ja, ich merke das. Jeder, wie er kann. Hast du gleich, Budi. Stark, Budi. Stark, stark. Noch eins. Ach, jetzt. Ja. Noch eins. Oh. Ja. Ey. Eins noch. Alter. 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 Es endet nicht. Oh. Ja. Noch eins. Ei. Oh. I. Ja. Lauf. Oh mein Gott. Daddy Trail. Ich will. Mach jeder. Scheiße. Du musst nach links rein. Was? Links rein. Links. Was? Wer macht das? Mario nach links? Das ist alles anders dieses Mal. Das war richtig. Das war ja mega lame. Links abbiegen, dreimal rechts. Hier kommt da nix. Ja, ja, ja. Man darf nicht zu schnell jetzt verstehen. Ich hab gehört, Densen hast du schon durchgespielt? Ja, in 2,5 Minuten. Oh, sehr gut. Ja, der hat zeitgleich mit uns angefangen. Ja. Du hast schon das dritte Mal da abspannen. Er spielt auf 100%, ne? Mach so! Ich hab mein Ohr! The man! Oh, aber es zählt. Ja, jetzt musst du leider das Pad wieder abgeben. Jetzt musst du. Stark. Gut. Ja, einfach nur gut. Selbst wenn man in der beschissensten Stelle, die an die Stange springt, gibt's noch ein ja. First try Ede. Wer ist dran? Wird. Ich mach mal ein bisschen. Ja, bis du stirbst oder ein Level schaffst. Hä? Tja. Bescheiden sein. Boing. Moin. So. Ha? Geil. Abzeichen-Test. Bin schon weit? Ich, oh. Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade rangegangen. Geht. Nein. Da kriegst du einen neuen Move danach, den du auswählst. Ich hab mir vorhin, Janina, ich hab mir vorhin bei Laura einen Föhn ausgeliehen. Mir ging's nämlich genauso. In der Requisite. Unten, wenn du in der neuen reinkommst, rechts. Aber du kannst unten in der Requisite, nee, kannst schlimm. Du sonst auch noch, tatsächlich im Kostüm holen irgendwie. Master Chief einfach. Wir haben gerade auch in der Runde erst angefangen. Okay. Also, ganz merkwürdig, glaube ich. Nicht. Ja, ja. Kann ich glauben. Ja, du hast ja auch das Spezialzeichen genommen. Ja, das ist ja der Test für das Zeichen. Ja.
Hast auch keine von den Zehnermünzen eingesammelt, ey. Naja, das ist echt ein bisschen. Das sieht aus wie so ein Vanillebiskuit, ne? Ja, voll lecker. Es gab bei Mario Galaxy ein Level, das super. So ähnlich war. Oh nein! Nein. Das lässt du nicht, ne? Hä, bist du die ganze Zeit am Hüpfen? Ja. Nein! Das ist der Test von der Medaille, von dem Level. Das kriegst du nicht hin. Hey, du musst mit Anlauf. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Easy oder was hier? Aber easy. Wunderbar. Easy. Gab keine Gegner. Konnte nur runterfallen. So. Wie heißt jetzt der kleine Tausendfüßler? Peter. Florian. Ja. Okay. Florian. Also Prinz Florian meint ihr da was? Prinz Florian. Ja, stimmt, sowas ja. Das ist nur eine Raupe. Das ist eine Raupe. Ja. Ja. Ein Wiggler ist ein Tausendfüßler. Ich habe vorhin drüber überlegt, ob der sich jeden Tag entscheiden kann, wie viele Arme und Beine er hat. Oh ja, Wurst mit Senf, Obivaro, stimmt. Nee, auf gar keinen Fall will ich. War mein eigener Gegner. In der im Zuckerwatte-Level Wurst mit Senf? Warum ist das ein Fragezeichen? Nicht? Ui! Ausgezeichnet, mehr aber auch nicht. Spezial. Oha, oha, oha. Entschuldigung. Die sind bestimmt super schwer. So, Sarah, jetzt machen wir hier richtig alle platt, bitte. Prinz Florian. Haben Sie da... Spezialgebiet! Dass Sie den englischen Namen übernommen haben? Ich weiß gar nicht, was in Nintendo Direct. Keine Ahnung. Ja, sonst haben die immer so coole Florian. Deutsche Namen. So angepasste deutsche Namen. Welchen Spezial? Oh, Schwierigkeit Grad 5. Ja, hau raus. Ey. What? Ja, mach mal. Viel? Ja, das ist ja die Speziallevel, ne? Oh Gott. Ah, du kriegst die 420 Levels. Oh, mit Todes? Ah, das ist so easy. Nee, erst wenn die da sind. Oh. Abgeben. Ich, Mal den Klimmsprung, oder? Ja. Ach, wir können die ab. Oh, so. Das ist ganz neu. Du kannst es irgendwie umfangen. Und was macht der Klimmsprung? Du kannst einmal sozusagen nach oben springen. Der erste Walljump ist nach oben und der zweite Chat, was geht ab? Richtung. Also eine Double Jump dann. Ja, genau. Okay, scheiß Idee. Scheiß Idee, Klimmsprung ist total beschissen. Ja! Ist scheiße oder was? Ja, ist Bullshit. Ich probier's nochmal. Oh, drei Leben nur noch? Wir gehen mal welche kaufen, ne? Klimmsprung war totaler Müll. Ja? Probier's gleich mal gerne. Oh ja. Jesus Christ. Oh. Das ist tatsächlich scheiße. Ey, das ist nicht mach weg. Ja. Walter. Du machst das mit dem Klimmsprung? Das ist wirklich. Du springst einmal nach oben. Das war. Ja, gut. Ich habe auch gedacht, ich krieg's hin. Show them. Das? Ja, sagen wir doch die ganze Zeit. Okay. Nicht von der Wand ab. Ja, weil du den Klimmsprung genau angelegt hast. Mann, Alter. Leg nicht den Sprung an. Wie Sprungfeder. Oh. Nee, ich überlege gerade, was es gibt. Oh! Matthias! Hallo, was? Wir haben dich schon ungefähr 100 Mal erwähnt heute. Ja? Ja. Oh, ihr habt noch ein Leben. In 2. Wann kommt er endlich und hilft? Hast du jetzt einen anderen Skill? Ich habe einen anderen Skill. Ja, jetzt ist einfach. Ja, dann, den haben wir. Nee, habe ich auch gedacht. Haben wir nicht. Wie soll man das denn dann schaffen ohne den? Nein! Ich bin wieder. Ja, aber müssen wir jetzt Leben kaufen oder was? Hier ist, hallo. Hallo. Leute. Easy. Hey, Mann. Ja, aber da müssen wir wirklich gleich Leben kaufen, oder? Also, naja, oder wir fangen wieder hier an, keine Ahnung. Wie kauft man sich Leben? Ach so, weil null. Im Store. Oh, gar kein Druck jetzt oder so. Sarah. Und endlicher Druck. Die Berge. Wenn du jetzt verkackst, hast du alles falsch gemacht. Ah, die Zehner. Ah, die Zehnermünze hat sie verpasst. Alter! Come on. Ja, schon ein bisschen lame, aber auf jeden Fall. Let's go, E-Sport. Stark. Es ist okay. E-Sport, Sarah. Ist vollkommen in Ordnung. Yes! Ja! Oh! Gut, war viel besser als wir alle zusammen. Können wir überhaupt? Gereicht. Leben sind durch. Ja, ist so. Ah, wir haben wieder ein Leben. Okay. Hä? Also, können wir mit dem Elefant besser spielen? Nee. Nee, ich habe auch überlegt, aber es bringt uns nichts, weil du ja Instant Death hast. Ja, ein bisschen das Pace hier bei Gregor. Ja. Aber es bringt auch dir einen. Ich hab die Zehnermünze nicht genommen. Ja, gut. Ja, gut. Die ganze Fields. Ah, die hatten geschossen. Ist greedy. Oh, so weit waren wir noch nie.
Gregor! Gregor! Oh, sag doch nichts! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr alle so rumschreit! Ich bin der Erste. Und dann kommt's. Dann kommst du. Ja, wie? Game over. Game over. Zurück zur Weltkarte. Drücke und halte A, um dein Item aus der Reserve zu holen. Das ist nur ein Tipp. Das ist nur ein Gameplay-Tipp. Das ist ein. Oh Mann, ey. Und jetzt? Jetzt sind wir wieder da. Hier, extra Leben für dich. Wie jetzt? Wir merken, dass du schlecht bist. Er hatte die die ganze Zeit auf Tasch. Ja. Ich muss in den Shop gehen und euch Leben kaufen. Ja. Da liegt eine Keule. Also nee, da liegt eine Keule. Er klingt wie ein erfahrener Spieler. Wie kommt das? Hast du mit? Dankeschön. So, Buddy, komm. Du kannst es schaffen. Es ist nur sehr unrealistisch. Ja, ja. Jetzt hat er's doch. Nee. Nein, oh, nein! Ja. Gieriger Booty, gieriger Booty. Es ist doch okay. Es ist doch in Ordnung. Es ist doch in Ordnung. Warst du schon? Nee, ich komm ja noch. Ich komm noch Ede. Ey, wollen wir das nochmal zu viert spielen? Ja, auf gar keinen Fall. Nee, ich muss auch gerade überlegen. Der Walljump, wie funktioniert der nochmal nach links? Nee, man muss einfach nochmal drücken. Oder in die andere Richtung drücken. Nee, musst du gar nicht. Hä? Oder? Man muss doch nicht in die andere Richtung drücken, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Walljump ist intuitiv immer anders. Ja. Oder in die Richtung? Ich drücke mal in Richtung Wand. Bin ich am einfachsten. Nein! So. Ich dachte, es muss schnell gehen. Nein, nach dir kommst du. Ja. Mir kommst Leben kaufen ja. müssen ja, wir Nerds doch. Wir haben alle. Sehr gut. Glaub, ist nicht wie Metroid. Nicht genau, deswegen, ich hatte irgendwie auch gerade Metroid im Kopf gehabt, weil Metroid, da musst du in die Richtung drücken. In die richtige Richtung, möchtest. Genau. Genau. Ja. Ja. Der Walljump. Ja, Sarah. Ja, ja. Okay. Ede, jetzt. Psst. Nein! Gregor, komm, du machst das jetzt. Das okay, lass du das. Oh, ich hoffe, Flo, ihr habt noch Leben in der Tasche. In der Tasche. Ich fände es aber auch wirklich lustig, wenn Flo dann irgendwann wirklich einfach die Schnauze voll hat. Ja. Geht einfach. Oh, L2P, deinstalliertes Spiel. Fände ich wirklich einfach, also. Die Feder, nee. Man jumpt halt wirklich dann kommst du ja nicht rennen Zeit. Mit der Feder. Du springst die ganze Zeit. Du gehst nicht mehr oder rennst nicht mehr. Ja. Du springst nur noch. Aber du springst nur noch. Die Walljumps sind, die sind ja nach Walljumps hier. Guck mal, wie kommst du hier dann voran? Stark! Oh! Oh! Ist ein Greed? Wir kommen immer einen Jump weiter. Greed. Du bist immer natürlich sofort kalt, wenn wir das Pad abgeben bei sowas. Ja, das, ich muss einmal kurz sauber machen, das, weil wir haben hier Chipsfinger. So, let's go. Das ist unter Wasser. Das ist unter Wasser, Delfin Kick. Ah, okay. Dann geht's schneller. Das bringt uns aber hier nichts. Nein. Obwohl, vielleicht kann er in dieser Lava da schwimmen. Nicht zu schnell. Das ist aber auch knapp kalkuliert. Starkboot. Oh. Jetzt einfach nur nach oben und fertig. Ja, hoch, ja. Der ist aber auch mies. Ja, der ist echt mies. Okay. Oh. Oh, der. Alter! Ey, der ist aber mies gewesen, der letzte Sprung. Ja! Mann, Mann, Mann. Du nimmst die Feder? Das Nein, oh, das nee. Ist nix. Ihr sagt, das ist Quatsch, ne? Das ist Quatsch. Ah, okay. Ja, Gott hat gesprochen. Gott. Und er hat gesagt, es ist Quatsch. Es ist Quatsch. Es ist Quatsch. Ey, du hast gerade den Metroid-Sprung gemacht. Du hast wieder in die Richtung gezeigt, wo er hinspringen möchte. Ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen. Wird bei mir gleich nicht besser aussehen. Aber er hat es nicht.
Hä? Fabian! Florian! Florian! Nee, Fabian ist falsches Spiel. Florian! Danke! Also diese drei Punkte nach also, ne? Also, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Das ist schon ein bisschen passiv-aggressiv. Das ist sehr passiv-aggressiv. Immer. Ja, ich drück die ganze Zeit Y. Ja. Aber Leute, das ist auch 5 Sterne. Wir sind ja, schon aber das ist ja wohl machbar. Ist das das Höchste? Bislang ja. Also, 4 ist das Höchste. Ah. Oh, nee. Wir schaffen das jetzt. Ja klar schaffen wir das jetzt. Nee, jetzt nicht. Nee. Zu früh. Komm schon. Timing. Timing. Oh Gott. Ja doch, wenn du es schaffst, könntest du es theoretisch machen, aber ich wusste nicht, wie das Timing war. Sag mal, jetzt macht es Sarah. Okay. Matthias, kannst du uns kurz segnen oder so? Nee. Schaffst du das? Füllst du wie die letzte Ölung dann an, ey. Das schaffen wir. Gut. Jetzt gibt es dieser miese. Der da. Ja. Oh, ja. Ja, super. Nochmal. Oh. Mann, ey! Jetzt war ich fertig. Boah, da! Ey, Mann. Matthias! Nee, nein! Nee, 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 nee. Nein! Nein! Matthias ist der Mann. Echt, Alter, war das knapp, ey. Das war ja richtig knapp. Ja! Bis zu diesem Level. Ich find's ganz lustig, die Regie schreibt, wir müssen Pause machen nach diesem Level. Ja. Also nie wieder. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gregor! Ich bin immer aus einem Film. Immer schön driften. Den Part kriegen wir noch hin. Hast du gerade wirklich gefragt, ob was die Coins bringen? Die goldenen Coins mit einem Prinzen am Angriff erleben. Hey, er hat gerade 69. Oh, und das war's. Gut, so, nicht zu schnell. Ja, nein, ah! Oh, hast du nie Mario gespielt, oder? Es war zu schnell am Anfang. Ja, aber es verzeiht auch gebracht. Keinen einzigen kleineren Fehler. Oh. Ähnlich wie bei einem Chirurg. Aha. Das ist ganz schön. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Stark. Ich glaube, jetzt brauchst du nicht mehr warten. Einfach springen. Gut, gut. Gut. Ja. Ja, super, Budi. Super, super. Gut. Sehr gut. Ja! Ich mach das. Jetzt mach das, Ede. Komm. Mann! Okay, ey. Mach! Kackenarsch. Same. Nee. Doch. Ey, scheiße, ey. Doch, das ist super schwer. Nee. Super schwer. Oh, was zum kaputt machen jetzt? Ey, komm, ich was. Ich war 10 Minuten und dann darfst du 10 Sekunden. Jetzt sollen wir doch zu viert spielen jetzt. Oder wenn man es leider schafft. Wird! Nee, das müssen wir jetzt. Das müssen wir kurz unter uns kriegen. Und dann wechseln wir. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn Matze, jetzt kriegen wir das einfach. Ja. Aber er darf nicht auf die. Du darfst ihn anscheinend noch nicht so nennen. Ich hab mir eh wirklich nicht? Nein, das wurde mir gegeben. Oh, wann hat man dir den gegeben? Uke hat dir den gegeben. Aber Ede ist auch okay. Ich hab. Hä? Ja, Eddie ist doch wirklich aber so. Uke ist wiederum bei uns auch einfach Uken. Also bei ihm. Bei Eddie ist wirklich so 90er Jahre, ich dreh meine Cappy. Oh, aufs. Das war das Timing, du hattest die Mütze eben gerade andersrum. Jesus. Du kriegst das hin, du kriegst das hin! Ah! Mann, Mann. Wir schaffen das. Oh Gott. Wir schaffen das, ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das.
Was ist dein Lieblingsrollenspiel? Also, ich glaube. Oh, Trigger. Raumschiff Enterprise. Gregor wurde auch erst hier Gregson Jackson genannt. Gregson Jackson. Und das passiert. Aber sagt auch, gar keiner. Gregson Jackson, ja. Ich weiß auch nicht mehr warum. Wegen Michael Jackson, glaube ich. Action Gregson. Gregson Jackson gefällt mir. Stark, Greg. Yes, yes. Ja. Yes, yes, Wim Bambus. Jawohl. Gregor? Gregor? Oh, es kommt immer schneller, wie gemeint. Das ist ja unfair. Alter. Alter, Gregor, ey, das war richtig stark. Das war richtig stark. Ach, es tut alles so weh. Ihr müsst da jetzt durch. Das ist mittlerweile ist persönlich. Ja, Beans versus dieses Level. Das ist perfekt. Machen wir alle fertig. Ups, Entschuldigung. Stark. Am Anfang ist noch okay. Das ist das Problem, sind eigentlich wir beide, weil wir einfach... Wir sind noch nicht mal so weit gekommen. Genau. Und nee, wir nehmen einfach zu viel Zeit weg, ne? Weißt du, die Leute sind bis dann wieder kalt. Ah, gut. Das stimmt natürlich. Eigentlich müsste Gregor oder Sarah einfach... Ja, eigentlich Sarah müsste... Wir ziehen schon runter jetzt. Ja, Sarah müsste eigentlich fünfmal hintereinander machen, hat sie's. Das stimmt nicht. Das Problem ist, jetzt weiß man, was kommt, aber später im Level weiß man nicht, was kommt. Ja, das ist... Das kostet dann wieder... Super Booty. Sehr gut, Boot. Hallo! Jawohl! Jawohl! Ja, sehr gut, Booty! 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 Nice! Hä? Jetzt noch alle Lieder, genau! Die Werbung, oder? Ja. Geil. Stark. Easy. Dankeschön. Dankeschön. Nice. Mann. Ey, wir machen eine kurze Pause und danach seht ihr Matthias und alle anderen sind dann weg. Ja. Oder was? Ja. So, wir, bis gleich. Bis gleich. Nice.